Aufnahme. Läuft. Handy. Ist auf Flugmodus gestellt. Kaffee oder Tee? Ich habe hier einen Eistee. Einen kalten Tee. Ich bin wie immer bei Earl Grey, heiß. Und die schwarzen Löcher? Die strahlen. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Countdown Podcast Folge 67. Ich begrüße mal wieder den Frank. Hallo Frank. Hallo Christopher. Ja, um den Couch-Gag kurz aufzulösen, wie ihr vielleicht alle mitbekommen habt, Stephen Hawking ist am 14. März war es, glaube ich, oder? Joa. Gestorben. Im Alter von 76 Jahren. Mal gerade nachschauen, ob das stimmte. 76 kann es sein. 1942 minus 42 bis, ja, 76. Bis jetzt. Ja. Und er hat am 8. Januar Geburtstag. Also er ist 76 Jahre alt geworden. Ich glaube, wir müssen nicht mehr groß erklären, wer Stephen Hawking war. Ich will immer Stephen Hawking sagen, aber es ist falsch. Es ist der Typ aus Star Trek. Genau, es ist der einzige Schauspieler in Star Trek, der sich selber gespielt hat. Jo, genau. Was ja meine Leistung ist, ne? Ja, wir werden noch ein bisschen später noch ein bisschen länger über ihn reden. Aber kommen wir zuerst zu unseren Unterstützerinnen und Unterstützern. Und der Frank will da eine Liste verlesen, habe ich gehört. Hast du richtig gehört? Wir danken dem Jochen, dem Ronald, dem Thomas, Hori, Falco, Pagelwudding, Markus, Christine, Sandra, Guilano, Hans, B-Bone, M-Pingu, Rominger, Raviro, 19 Grad, Torben, Martin und dem Sebastian. Herzlichen Dank. Wir haben auch bei LiberaPay geht es auch ein bisschen weiter voran. Genau, haben jetzt 14,76 Euro pro Woche und das ist sehr gut. Ich bin jetzt auch gerade im Prozess, mich für den IRC zu akkreditieren. Du ja auch, oder du bist wahrscheinlich schon akkreditiert, Frank, mit deinem super fancy Presseausweis. Ich kann einfach hingehen und sagen, ich bin von der Presse. Naja, ich würde trotzdem vorher nochmal fragen. Aber genau, also es geht stramm auf Oktober zu, weil wir zum IRC fahren und da sind wir auf eure Mithilfe, wie wir schon erwähnt haben, angewiesen. Also wenn ihr mal so Einzelspenden locker machen wollt, die über so einen monatlichen Unterstützerbetrag hinausgehen, speziell für das, dann schickt uns doch einfach ein paar Einzelspenden, die wir dann explizit für den IRC verwenden. Das kostet doch ein bisschen mehr Geld als die Sachen, die wir davor gemacht haben, weil wir halt, oder auf jeden Fall ich und Frank, du auch, ein Hotel bezahlen müssen und Anreise und noch ein bisschen Mittagessen und so. Das ist ja alles irgendwie auf so einer Messe immer etwas teurer. Und deswegen ja, freuen wir uns einfach, wenn über die wöchentlichen oder monatlichen Spenden hinaus vielleicht Leute sagen, hier genau für dieses einzelne Projekt, das ihr von der größten Raumfahrtmesse der Welt oder der größten Raumfahrtkonferenz der Welt berichten könnt, da gebe ich nochmal ein paar Euro extra. Jener Karawane, die alljährlich um die Welt zieht. Und es ist ja ein großes Glück, dass das mal in Bremen ist und nicht irgendwie in Adelaide oder so. Genau, nächstes Jahr ist es dann wieder weiter weg, nämlich in Dubai. Also das ist eine einmalige Gelegenheit, jedenfalls für die nächsten Jahre. Ich muss mal gucken, wo der eigentlich überall alles war. Wo der eigentlich überall alles war. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Oh ja, alles Mögliche. Adelaide, Hilfe, Mexiko, Jerusalem, Toronto, Beijing, Neapel, Kapstadt, Prag, Dijon, Glasgow, Dijon. Hyderabad, Koreaner vor. Achso, koreanisch, ich dachte die französische Stadt Dijon.
Nee, Daejeon, irgendwo in Südkorea. Ah, okay. Valencia, Fukuoka, Vancouver, Bremen das letzte Mal 2003. Also die Zeiten, dass das irgendwie in der Nähe ist, sind doch recht spärlich. Ich glaube, Prag wäre auch noch machbar gewesen. Prag wäre auch machbar gewesen, klar. Graz 93. Irgendwann mal. Oslo, naja, ein bisschen. Dresden, 1990 waren wir in Dresden. Hey. Kurz nach der Wende. Das ist direkt, also Dresden ist wirklich am 6. bis 12. Oktober, also so heißt es direkt nach der Wiedervereinigung, ein paar Tage danach. Dann weiß man, wieso die da hingegangen sind. Ja, wussten die da dann schon, also als sie das geplant haben, wussten die schon, dass Dresden dann nicht mehr Teil der DDR sein wird? Ja. Okay, gut. Das wurde ja beschlossen im Laufe des Jahres. Okay. So, ich weiß ja nicht, wie lange die das im Voraus planen, die Konferenzorte. Das ist eine gute Frage. Aber ich glaube, da kann man auch mal den kurzen Dienstweg nehmen. Ja. Ne? 86 Innsbruck. Mhm. Was haben wir noch? München, 97. Ja, also. Dubrovnik war er auch mal, hey. Also, er ist hin und wieder mal in Deutschland, aber nicht so oft. Deswegen wäre es ganz gut, wenn wir dieses Jahr dorthin gehen könnten. Ja, bis Stuttgart, da musste bis 1952 zurückgehen. Der dritte war in Stuttgart. Lutz Kaiser wahrscheinlich noch persönlich. Wann war denn der? Warte mal, da war er noch Kind, glaube ich. Ja, aber der hat doch schon mit 17 angefangen mit dieser ganzen Raumfahrt. Ja, da war er 13 Jahre. Ja gut, vielleicht, das war noch ein bisschen jung, aber er hat es wahrscheinlich schon mitbekommen. Da hat er was mitbekommen, ja, fast mit Sicherheit. Ja. Da wird es dieses Jahr noch eine längere Folge zu Lutz Kaiser geben, können wir ja schon mal ankündigen. Haben wir schon aufgenommen, aber haben wir noch Sperrfrist. Jo. So. Gut. Dann kommen Themen. Ja, haben wir noch Themen? Nee, wir haben jetzt erstmal vor allem Feedback. Und da hat uns der liebe Sebastian zwei lange Kommentare geschrieben. Einmal zum Thema Frequenzsalat oder Bandsalat. Wir hatten ja im Zuge von Starlink letzte Woche über Frequenzen gesprochen. Und er hat das mal für uns ein bisschen aufgeschlüsselt, weil wir dann offensichtlich doch nicht so viel Ahnung hatten, dass es zufriedenstellend war. Ich habe es halt ehrlich gesagt nie im Kopf und immer wenn ich es brauche, gucke ich nach. Also er hat ja aufgeschrieben, dass das KU-Band zwischen 12 und 18 GHz liegt, dann das KA-Band darüber 26,5 bis 40 GHz und das V-Band, also das sind dann die Satelliten, die in einem niedrigeren Erdorbit fliegen sollen von SpaceX, die liegen bei 40 bis 75 GHz und die können alle technisch gesehen Breitband-Internet bereitstellen. Also auch das KU-Band, also das niedrigfrequenteste, das kann auch schon MPEG-Transportstreams in HD übertragen. Also das kann auch schon HD-Fernsehen ermöglichen. Genau, aber dann du hast es gelesen, dann hat er noch eine sehr lange Abhandlung über, soll ich das mal vorlesen? Ich glaube. Ja, also der Punkt ist halt, es gibt dieses KU- und KA-Band, steht eigentlich bloß für Kurzwelle, kommt sogar aus dem Deutschen wohl, K für kurz. Und das U ist das untere und das A ist das, frag mich nicht, das obere jedenfalls. Ich glaube, und frag mich nicht, woher diese Buchstaben kommen. Jedenfalls, das U ist unter einer Lücke, die dazwischen ist, weil da macht die Atmosphäre dicht. Also so heißt, da kommt man mit den Wellenlängen nicht allzu gut durch die Atmosphäre durch, so von wegen Wasser und so Kram. Was immer das Problem ist. Und ja, V-Band hat halt das Problem, dass es halt sehr, sehr kurzwellig wird, also bei 40 bis 75 Gigahertz. Und da kommt man relativ schlecht um Ecken ringsrum. Also normalerweise hat man ja durch die Beugung von irgendwie von Wellen, hat man ja die Möglichkeit, durchaus um eine Ecke ringsrum zu kommen. Bei sehr kurzen Wellenlängen wird es dann immer etwas schwieriger. Da kommt man dann sehr leicht in den Schatten rein und dann ist das bei uns hier unten nicht mehr allzu praktisch, aber zwischen unten und dem Satellit oben ist ja im Allgemeinen nicht allzu viel dazwischen und da spielt das nicht die ganz große Rolle. Ja, genau. Und
Dann hatten wir noch mal über die Culture-Serie geredet im Zuge des neuen Drohnenschiffes Shortfall of Gravitation. Shortfall of Gravitas. Shortfall of Gravitas, genau. Nicht Gravity. Ach, oh, Mann, Leute. Hast du auch nicht ganz, hattest du auch noch ein paar Wissenslücken, denn die Raumschiffe in der Culture-Series werden nicht von Firmen gebaut, sondern von einem Raumschiff, von einer AI, beziehungsweise man baut ein Raumschiff und eine künstliche Intelligenz herum und diese künstliche Intelligenz denkt sich dann einen Namen für das Raumschiff aus. Und aus irgendeinem Grund haben die künstlichen Intelligenzen einen sehr schönen Sinn für Humor, denn hat man ein paar Lieblingsraumschiffe hier aufgeschrieben, nämlich The Precise Nature of the Catastrophe, A Series of Unlikely Explanations und I Blame My Mother und das Schwesterschiff I Blame Your Mother, das ich auch sehr lustig finde. Und die Gravitas-Schiffe sind ein Running Gag, weil sich mal eine außerirdische Rasse darüber aufgeregt hat, dass die Schiffe so lächerliche Namen haben. Und als Ian Banks diesen Gag mal erklären musste, hat er sich noch weitere Schiffsnamen ausgedacht, die nicht in der Serie vorkommen, aber die hätten vorkommen können, nämlich Stood Far Back When the Gravitas Was Handed Out, Gravitas What Gravitas, 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 no, don't help me. I will get it in a moment. Und a Gravitas Free Zone, Low Gravitas Warning Signal und Absolutely No, You Know What. Ja, absolutely no gravity. Ja, und Sebastians Lieblingsschiff ist Stood Far Back When the Gravitas Was Handed Out. Ja, ich muss mir das irgendwann mal ernsthaft durchlesen. Ich habe ja in der letzten Folge, glaube ich, nur irgendwie gesagt, ja, jemand anderes hat geschrieben und das erklärt. Und wahrscheinlich habe ich es dann nochmal falsch verstanden. Und der vielleicht auch schon mal. Und naja, stille Post halt, ne? Genau. Wie es halt immer so ist. Das war das Feedback zur letzten Folge. Herzlichen Dank dafür. Das begrüßen wir immer, wenn es Feedback gibt, gerade bei Fehlern, die wir begangen haben. Und wir kommen jetzt endlich zu den Themen dieser Sendung, die an der Zahl reichlich sind. Frank, du hattest eine längere Konversation mit dem Twitter-Account, der behauptet, der offizielle Twitter-Account von Bruno zu sein. Es ist der offizielle Twitter-Account von Tory Bruno. Die Frage ist nur, schreibt der selber für diesen Twitter-Account oder nicht? Mal ganz kurz erklären, wer Tory Bruno ist. Tory Bruno. Tory Bruno ist der aktuelle CEO von der United Launch Alliance. Genau, das größte Raumfahrtunternehmen, was man auch so zu Old Space zählen könnte. Mindestens in den USA. Ja, also schon ein großes Ding auf jeden Fall. Obwohl, zumindest was große Raketen bauen angeht. Ansonsten kannst du ja auch einfach sagen, ja hier, wenn Northrop Grumman dann Orbital ATK aufkauft. Der größte Launch-Provider. Ja, irgend sowas, ne? Ja, ich bin mir halt nicht sicher, ob der das, also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass der das alles selber schreibt und da doch eher irgendwie PR-Menschen im Hintergrund damit beschäftigt. Ist jedenfalls so mein Eindruck. Von daher habe ich da nicht allzu viel, was soll ich sagen, vielleicht nicht so viel Gravitas, wie ich haben sollte, wenn ich da schreibe. Jedenfalls ging es darum, es entspannen sich eine Diskussion, die mit dem Kommentar von jemandem anfing. Damit ich jetzt bloß nichts Falsches sage. Wir können vielleicht nochmal den ersten Tweet verlinken, damit die Leute den Thread selber nachlesen könnten. Hast du in den Shownotes schon drin. Okay, sicher. Von einem Herrn Andrew Richards, der meinte, er ist erstaunt, dass die US Air Force über 90 Millionen pro Start bezahlt. Was halt sind 96,5 Millionen Dollar, die SpaceX für den Start bekommt. Insbesondere, wo die eigentlich viel billiger sein sollte. Vielleicht, und das fragt er jetzt, vielleicht ist es ja, weil die ULA kein Gebot abgegeben hat. Und es ist eigentlich nicht so, weil SpaceX hat schon immer für die US-Militärkontrakte mehr Geld verlangt. Und die ULA übrigens auch.
Und man kann dann halt einfach auf der Webseite rocketbuilder.com, die ja von der ULA ist, nachgucken. Kann man erstens schauen, okay, das billigste Angebot, das die ULA derzeit macht für kommerzielle Raketenstarts, sind $109 Millionen pro Start. Wenn man dann irgendwo ganz klein, gibt es irgendwo einen Link namens Terms and Conditions, gibt es keinen ordentlichen Link dahin, also muss man wirklich auf rocketbuilder.com gehen und dann irgendwo gucken, rechte Spalte unten im Kleingedruckten steht da Terms and Conditions und da steht dann halt alles drin, was in dem Angebot nicht drin ist und da ist vor allen Dingen alle Services nicht dabei, die den Full US Government Compliance ausmachen. Wo dann halt alles Mögliche drin ist. Also da kommen dann halt Leute mit hin und gucken und dann müssen die irgendwie untergebracht werden und dann hast du jede Menge Papierkrieg mit zusätzlicher Dokumentation, dann gibt's teilweise Geheimhaltungsvorschriften, dann musst du irgendwie gesondert teilweise Räume ausweisen, wo dann die Nutzlasten untergebracht werden, yada, 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 je nach genauem Anforderungsprofil dort und entsprechend braucht dann halt der Launch Provider mehr Geld und kann auch mehr Geld verlangen. Ja, und SpaceX hat halt letzten Endes gesagt, naja gut, dann halten wir mal die Hand auf und haben 96,5 Millionen geboten, wohl wissend, dass sie sowieso nicht unterboten werden können von der ULA oder von sonst wem, weil was will die ULA machen, ne? Also die billigsten kommerziellen, noch ganz ohne diesen ganzen Scheiß drumherum, die sie anbieten, sind 109 Millionen und da sind die immer noch über 10 Millionen drunter. Also ich sage mal, es ist nicht plausibel, dass die ULA deswegen jetzt, dass die Preise deswegen so hoch sind, weil die ULA nicht geboten hat. Ne? Ja, genau. Ja, und daraufhin kam dann halt von dem Account von dem Twitter-Account von Tory Bruno, ob er es selber ist oder nicht, das weiß ich halt wie gesagt nicht, kamen wesentlich vielerlei Ausflüchte. So wie, du hast nur die Preise gesehen für die Competitions, also für diese Ausschreibungen, die wir bereits gewonnen haben. Das ist Unsinn. Ich habe einfach bloß die eine geguckt von SpaceX und ich habe die verglichen mit dem, was sie kommerziell halt veröffentlicht haben. Und dann hieß es, ja, google doch noch mal nach den Preisen von den früheren Wettbewerben. Und der Witz ist, das war ein Schuss ins Knie, weil, und ich wusste das ja auch, also die bezahlen irgendwie sowas um die 170 bis 190 Millionen Dollar. Also irgendwas um, also jedenfalls sehr, sehr viel mehr, als was jetzt hier gerade im Raum stand. So, und dann hieß es, ja, welche Missionen sind denn zusammen mit diesen Preisen verbunden? Naja, das Problem ist, man muss dann halt auch gucken nach GPS-Satelliten. Okay, die haben eine Menge GPS-Satelliten gestartet mit Delta-2-Raketen. Die waren tatsächlich so wahrscheinlich in dem gleichen Preisbereich wie das, was die Falcon 9 zurzeit macht. Es gibt bloß keine mehr. Beziehungsweise es gibt noch eine. Irgendwann startet noch mal eine Delta-2-Rakete mit irgendeinem Satelliten, irgendeine Mission für die NASA, glaube ich. Ich habe keine Details mehr im Kopf. Irgendwie eine war es noch. Und dann war es das. Also es gibt einfach nicht mehr, weil die Triebwerke stellt keiner mehr her. Also das ist ein sehr veraltetes Ding, was da fliegt. Und demzufolge ist das Billigste, was die jetzt noch haben, halt die Atlas V-Rakete. Dann habe ich noch mal geguckt, was war eigentlich das letzte Mal, dass die einen GPS-Satelliten gestartet haben. Ja, das war mit einer Delta-4-Rakete. Und Delta-4-Raketen sind noch mal erheblich teurer als Atlas-5-Raketen. Soll heißen, egal, ich habe keine Ahnung, worauf diese Argumentation hinausgehen sollte. Also überhaupt nicht. Also ich ist wirklich sehr, sehr merkwürdig, ne? Vor allen Dingen, weil er auch noch sagt, wir haben gerade eben erst vor kurzem haben wir eine GPS-Mission geflogen. Ja, das ist überhaupt nicht billiger. Das hat mit den Preisen überhaupt nichts mehr zu tun gehabt, ne? So, dann hat er gesagt, ja, wir haben scheinbar, ich müsste gucken, ob das so stimmt, ob da irgendwas veröffentlicht wurde. Die meinen, die haben ein Angebot abgegeben, das nicht ganz den Wettbewerbsbedingungen entsprach
wo man einfach gesagt hat, okay, wir starten euch einen GPS-Satelliten, aber wir starten zusätzlich mit der gleichen Mission noch einen anderen Satelliten. Und er meint dann, das hätten wir angeboten zu einem Preis, der sie überrascht hätte. Okay. Vor allen Dingen, ich habe ihn ja gefragt, ne, wie viel habt ihr denn angeboten, ne? Und er meinte halt bloß, ja, ein Preis, der sie überrascht hätte. Aha. Hättest du mal was Konkretes gesagt, dann hätte ich damit arbeiten können. Aber ist das so eine Patengeschichte? I make you an offer you can't refuse. Ja, so ungefähr. Und vor allen Dingen, wenn man schon so ein Angebot abgibt, dann heißt das natürlich gleichzeitig auch, dann muss man SpaceX die gleiche Möglichkeit geben, weil der Wettbewerb wird deswegen ausgeschrieben, damit alle Leute die gleichen Chancen haben. Ne? Und dann muss man halt SpaceX dann die gleiche Chance geben. Muss man einfach sagen, okay, ihr könnt auch das so machen, dass ihr einen GPS-Satelliten hochschickt und zusätzlich noch irgendwas anderes. Und darauf hat sich dann offensichtlich die US Air Force nicht eingelassen. Ne? Und ja, vor allen Dingen, dann hätte es dann sicherlich auch SpaceX etwas billiger anbieten können, ne? Ja, dann ging das nur noch ein bisschen hin und her halt, ne? Er meint, die ULA ist immer noch der einzige Anbieter, der alle Missionen durchführen kann. Ja, mit der Falcon Heavy sieht das dann halt auch nicht mehr so aus, ne? Weil irgendwie angeblich meinte er, ja, die Performance der Falcon Heavy muss erst noch gezeigt werden. Ja, was? Also, was wollen sie noch zeigen? Ich meine, die haben jetzt diverse kommerzielle Missionen und irgendwann ist das halt so weit, dass die Falcon Heavy dann das starten kann. Und es ging die ganze Zeit eigentlich bloß um kleinen GPS-Satelliten. Also, ja, wie gesagt, eine sehr merkwürdige Diskussion eigentlich, wo er sich eigentlich nur hat versucht, drum irgendwie rauszureden. Was aber interessant war, war das halt nochmal auf, also eigentlich war es nicht interessant, dass er nochmal auf ACES hingewiesen hat, aber ich habe dann nochmal über ACES nachgedacht. Und da ist mir aufgefallen, weil ich habe dann, du musst immer dran denken, dass Leute nicht sofort wissen, welche Abkürzung du jetzt gerade damit meinst. Du hast recht. Also ACES, die ULA, fangen wir mal da an. Die ULA will ja demnächst eine neue Rakete einführen, die Vulkan-Rakete. Und seit geraumer Zeit wird dann gesagt, ja, irgendwann kommt dann auf die Vulkan-Rakete noch eine neue Oberstufe drauf. Die ACES-Oberstufe. Irgendwie sowas wie Advanced Cryogenic irgendwas. Frag mich nicht. Das Akronym. Advanced Cryogenic Evolved Stage. Also genau. In dem Akronym steht ist sowohl Advanced als auch Evolved. Also es ist sehr fortgeschritten. Ja, irgendwie Advanced Common Evolved Stage, was davor, egal, irgend sowas halt. Die haben halt, das ist ja halt praktisch eine Stufe, die hochgeschickt wird, die dann im Orbit aufgetankt wird und dann entsprechend größere Nutzlasten irgendwo hinbringen kann. Großes Problem ist halt, dass mit die Sache mit dem Auftanken. Also heißt, man braucht dann mehrere Raketenstarts, bevor die Nutzlast dann irgendwo hinkommen kann. Ohne jede Frage, also das ist so Grundvoraussetzung. Mhm. Bis dahin habe ich aber gedacht immer so, ja okay, das ist jetzt eine Raketenstufe, die wird betrieben mit flüssigem Wasserstoff und flüssigem Sauerstoff und dann muss das da oben im Orbit gelagert werden. Und flüssiger Wasserstoff, den oben zu lagern, den oben zu transferieren und so weiter, ist dann doch alles ein bisschen schwierig. Und hat auch noch keiner gezeigt. Und deswegen fand ich das alles nie sonderlich plausibel, was die da gesagt haben. Und wo ich dann drüber nachgedacht habe, ist mir dann aufgefallen, Moment, der Wasserstoff, der wiegt ja gar nichts. Soll heißen, was man machen kann, ist, die starten praktisch nicht den Wasserstoff, sondern einfach nur den flüssigen Sauerstoff. Der ist schon mal deutlich wärmer, der lässt sich leichter da oben lagern. Das ist auch halbwegs plausibel, weil halt, ja, sind halt nicht irgendwie sowas wie flüssiger Wasserstoff sind sowas wie 20 Kelvin und flüssiger Sauerstoff sind irgendwie sowas wie 70, 80 Kelvin, was in der Größenordnung, ich müsste nachgucken, ich glaube 77 Kelvin oder sowas waren es.
Mit anderen Worten, ist fast viermal so warm und lässt sich damit deutlich leichter im Weltall auch lagern, auch trotz irgendwie Wärmeeinstrahlung von der Erde als auch von der Sonne. Wärmeeinstrahlung von der Erde darf man nicht unterschätzen. Das, man sieht zwar nicht das Licht, aber es ist halt trotzdem ist es halt trotzdem warm da und es wärmt auch Dinge auf. Also wie gesagt, mit flüssigem Sauerstoff, da geht das. Und so ein Wasserstofftriebwerk, das läuft halt im Verhältnis 5:1 oder 6:1, Wasserstoff zu Sauerstoff. Und der größte Teil der Masse ist halt der Sauerstoff, ne? Also startest du den Sauerstoff hoch und wenn es dann soweit ist, startest du dann deine Nutzlast und dockst die schon mal zusammen mit dem Sauerstoff oder einfach nur so und dann zuletzt kommt dann eine Rakete, die nur den Wasserstoff, den man für die Mission braucht, startet und tankt dann halt den relativ kleinen Sauerstofftank, den man da noch braucht, oben im Orbit auf. Und dann macht das alles zusammen auch Sinn. Aber jetzt muss man mal kurz erklären, warum der Wasserstoff nichts wiegt. Der wiegt nichts, weil er leicht ist. Ja, aber er ist ja nicht leichter als Luft. Naja, wie gesagt, die Triebwerke verbrennen halt für jede Tonne Wasserstoff, je nachdem, was für ein Triebwerk es ist, 5 bis 6 Tonnen Sauerstoff. Ne? Und so heißen, der größte Teil von dem Treibstoff ist sowieso plus der Sauerstoff. Und dann kann man halt irgendwie sagen, okay, wir bringen, was weiß ich, wie viel, was behaupten wir mal? Ich behaupte einfach mal, die bringen 10 Tonnen Treibstoff da hoch pro Start. Ist jetzt willkürlich gewählt, ne? Dann hat man halt 5 Raketen, die jeweils 10 Tonnen Sauerstoff hochbringen. Dann hast du schon mal 50 Tonnen Sauerstoff oben. Und dann startest du die nächste Rakete und die hat dann einfach nur 10 Tonnen Wasserstoff mit an Bord. Und da kommen dann die 50 Tonnen Sauerstoff mit dazu. Und dann hast du eine voll betankte Raketenstufe und kannst fliegen. Problem ist halt, du hast halt entsprechend davor schon diverse Raketenstarts hinter dir. No, okay. Also du brauchst dann sehr viel mehr als nur eine Rakete. Also du brauchst eine Rakete für eine Nutzlast, dann brauchst du eine Rakete, die den Wasserstoff und Triebwerk und so weiter mitbringt und dann hast du irgendwie im Orbit ein Tanklager für den flüssigen Sauerstoff. Das musst du befüllen und dann musst du beim letzten Flug mit dem andocken und den flüssigen Sauerstoff transferieren, irgendwie umpumpen, sodass du halt einen vollen Sauerstofftank auch noch hast. Und dann kannst du losgehen. Und bis wann soll das bereit sein? Funktionsfähig? Der Zeitplan ist schwammig. Irgendwann in den, irgendwie, ich glaube, das letzte war so, 2015 hieß es 2023, ich glaube, da ist, das hat sich jetzt auch schon, ich glaube, das letzte war irgendwie so Mitte der 2020er Jahre. Ah, warte, hier, dann Reddit, 2016 hieß es expected 2023/24, also man kann sich vorstellen, es rückt jedes Jahr ein Jahr nach hinten und irgendwann nähert es sich dann wieder an. Keine Ahnung, irgendwann in 2020er Jahren, also nicht so bald. Die ersten Vulkan-Raketen sollen mit einer verbesserten Centaur-Rakete, mit einer verbesserten Centaur-Oberstufe starten. Okay. Ja, also soll das dann gleichzeitig mit dem Vulkan-Triebwerk in der Unterstufe passieren, oder? Nee, eben nicht. Also in der Unterstufe ist sowieso kein Vulkan-Triebwerk. Es gibt ein Vulkan-Triebwerk von der Ariane 5-Rakete. Ja, das meine ich aber nicht. Ich meine das BE-4, was die... Genau. Das ist halt die Vulkan-Rakete. Also BE-4 ist die Vulkan-Rakete und die Oberstufe ist dann optional. Okay. Ich sehe gerade, die ACES-Oberstufe hat sogar einen eigenen Twitter-Account. Okay. Gut. Was ist zum ACES? Das war es mehr oder weniger zum ACES. Also, wie gesagt, ich habe bis jetzt immer gedacht, das ist doch totale Spinnerei, aber
ganz so gespinnert ist es nicht. Die müssen immer noch jede Menge Technologie entwickeln dafür. Also halt Tanklager für flüssigen Sauerstoff im Orbit, auch dauerhaft. Dann müssen sie das Ganze umpumpen und das Docking-Verfahren machen und die Standards für das Andocken und Umpumpen im Orbit mit immerhin kryogenen Flüssigkeiten. Ich meine, auftanken irgendwie, also Treibstofftransfer von A nach B im Orbit ist jetzt nichts total Neues. Das machen die Progress-Frachter an der ISS regelmäßig. Also da ist jetzt nichts, es ist jetzt keine Magie, es hat bloß noch keiner mit flüssigem Sauerstoff gemacht. Aber die Herausforderung ist einfach nicht ganz so groß wie bei flüssigem Wasserstoff, was ich halt irgendwie alles nicht sehr plausibel fand. Und mir ist jetzt halt erst aufgefallen, dass das gar nicht sein muss. Ja, das Problem ist halt auch, dass die ULA da halt keine konkreten Daten irgendwie rausgegeben hat und nicht ganz konkret sagt, was die da machen wollen. Und dann hat man immer das Problem. Ne? Okay. Dann mache ich mal ein Thema von mir, nämlich Hispasat. Hispasat 30W6. Das ist ein spanischer Kommunikationssatellit, eigentlich ein ganz normaler Standardsatellit. Aber was spannend an dem war, ist, dass nach dem Start bekannt gegeben wurde, dass er eine geheime Sekundärnutzlast hatte, entwickelt und finanziert vom US-Militär. Und was ich daran spannend fand, war, wie das deployed wurde, weil die Nutzlast war nicht so ein CubeSat, der quasi an der Stufe noch dranhing, wie man das halt kennt, dass halt irgendwie der große Primärsatellit ist und dann gibt es viele kleine Sekundärnutzlasten, sondern die Nutzlast hing am Satellit dran und der Satellit wurde dann ausgesetzt von der Falcon 9 Oberstufe und dann erst wurde diese sekundäre Nutzlast, die als Podset klassifiziert wurde, ausgesetzt. Und das funktioniert mit einem sogenannten Secondary Payload Release System, was entwickelt wurde von NovaWorks, die sich halt auf solche Sachen spezialisiert haben, beziehungsweise auch auf Satelliten, auf zellulare Satellitensysteme, was ich auch sehr spannend fand. Also die bauen Satellitenkomponenten, die in sich ein abgeschlossenes Raumschiff oder Satelliteneinheit darstellen und die dann nach Belieben zusammengesteckt werden können, wie Lego. Hm. Ich spüre deinen Unmut. Ja, ich habe das kurz geguckt hier, dieses DARPA-Phoenix-Programm, das kam mir doch bekannt vor. Und ich habe das auch sogar noch im Browser irgendwo drin gehabt. Das sind Inspektionssatelliten. Also da gibt es so ein ganzes Programm, die wollen praktisch sowas wie ein R2-D2 entwickeln. Ich glaub, nee, das ist schon, glaube ich, Old News. Das ist Old News, ja, das hier sieht auch nicht sehr aktuell aus. Nee, weil das war die ursprüngliche Idee, dass man sozusagen, dass diese zellularen Satelliten sich so an bestehende Satelliten dran klammern können. Das war 2014. Das System haben sie aber wieder verlassen und machen jetzt nur noch diese Hyper-Integrated Satellites, also diese kleinen zellularen Satelliten werden Satellites genannt und das ganze Konzept heißt dann HISAT. Und das ist wahrscheinlich also alles von DARPA finanziert. Dieser Podset wurde jetzt vom US-Militär finanziert und in Auftrag gegeben. Und das wird wahrscheinlich so ein System sein, wo man dann modulare Satelliten sich nach Belieben zusammenstecken kann und starten kann. Bin mir da nicht so ganz sicher, was die da hier machen. Also die sagen hier Grapple of Pod Payload Delivery System. Ich muss da mal gucken, ob die da noch mehr haben. Aber wenn das dann irgendwo geheim ist, dann reißt natürlich dann irgendwo auch der Informationsstrom irgendwann ab. Genau. Also dieser Podset, das ist einfach, weil das System einfach Payload Orbital Delivery System heißt, genau deswegen Pods. Und dann wurde der Satellit halt Podset genannt. Und ich fand das einfach ganz spannend. Das ist natürlich ein System, was sehr flexibel ist, weil selbst wenn der Satellit doch gebaut wird, man kann sehr kurzfristig da noch einen kleinen Mini-Satelliten dranhängen und den in den Orbit schießen. Das ist einfach bloß ein Teil von dem. Also die wollen dieses Pod-System benutzen, um innerhalb von dem Phoenix-Programm wollen die dieses Pod-System auch mit benutzen. Naja, genau. So, und was die da freigesetzt haben, das gehört dann zu diesem Phoenix-Ding dazu. Genau. Und damit wollen die halt irgendwie Satelliten inspizieren oder irgend sowas, keine Ahnung. Ja, das wahrscheinlich auch. Irgend so, das meinte ich. Ja, genau. Also das Phoenix-Programm, das finanziert noch andere Sachen.
von der DARPA. Aber das fand ich ganz spannend. Also einmal, da gibt es ein schönes Video auf der verlinkten Webseite, wie diese Satellites dann sich zusammenklinkern. Alle, wahrscheinlich sind es halt so kleine halbe Würfelchen, die alle ihre eigene Lebenserhaltung haben mit Solarpanel und wahrscheinlich Gyroskopen und so. Und alle selbst contained sind, aber dann nach Belieben zusammengesteckt werden können. Da gab es auch so Systeme, die man dann, also dass man sie da so kreisartig anordnet und in der Mitte dann eine große Parabolschüssel reinbaut. Mhm. Da träumt wahrscheinlich das US-Militär, dass sie dann quasi auf so Schiffen einfach sich nach Bedarf irgendwelche Satelliten zusammenschrauben können und die dann irgendwie starten können, wenn sie irgendwie Überwachung brauchen oder oder vom Land irgendwie, dass man sagt, okay, wir haben jetzt hier einfach so ein Lager voller Satellites und wir können halt sehr kurzfristig einen Satelliten uns bauen, je nach Bedarf, den wir gerade haben. Ja, ich gucke es mir gerade an. Ich bin vor der Sendung nicht dazu gekommen, mir das mal anzugucken, weil irgendwie ist das an mir vorbeigegangen. Deswegen erzähle ich es dir gerade. Genau, ja. Ja, interessant. Muss ich mir irgendwann mal etwas näher anschauen. Ja, also es ist natürlich ein spannendes Programm. Lagerbare Satelliten, wo man nicht mehr sagen kann, okay, wir müssen jetzt 3 Jahre im Voraus überlegen, welchen Satelliten wir jetzt gerade brauchen, sondern wir haben einfach ein Lager voller Module und wenn wir sagen, okay, wir brauchen jetzt irgendwie einen Kommunikationssatelliten, dann wird er innerhalb von einem Monat oder so zusammengesteckt, gestartet und ist einsatzbereit. Ja. Das erinnerte mich an eine Nachricht von Orbital ATK, die wir jetzt auch hatten, diese Mission Extension Pods. Ja. Also die haben da ein Video zu veröffentlicht und nicht allzu viel dazu gesagt. Und im Prinzip ist das halt ein kleiner Satellit, der an einem anderen Satelliten andocken soll. Und zwar andocken im Sinne von, man führt hinten, das kann man sicherlich irgendwie noch sehr viel anzüglicher formulieren, durch das Triebwerk so irgendwie so ein Anker letzten Endes ein und verankert sich dann im Triebwerk. Aber das hatten wir auf jeden Fall schon. Hatten wir das? Das habe ich, kann, das ich habe da schon mal, das ist nämlich dieser R2D2, den du gemeint hast. Also das okay. mit hinten durch den Antrieb durch, da habe ich schon mal ein Video zu gesehen, das hatten wir schon mal besprochen. Ah, okay, gut. Das, kam jetzt irgendwie, also mindestens gibt es jetzt ein neues Video, TM. Ah, okay. Es gibt ein neues Render-Video. Es geht voran, Fortschritt. Genau so. Und die zeigen da halt so einen Satelliten, der 12 solche Pots hat und dann halt nacheinander von einem Satelliten zum nächsten fliegt und dann so ein kleines Ding da dran dockt. Mhm. Ne? Und dann halt mehrere Satelliten auf die Art und Weise versorgen kann für Station Keeping. Genau, MEP, also, die Abkürzung hatte ich schon mal irgendwo gesehen. Genau, okay, gut. Aber also, die Assoziation hatten wir damals, glaube ich, noch nicht. Mit hinten durch die, also es hat schon was von Alien Probing. Ja, hat es. Also passt zur Raumfahrt. Das System hat sich bewährt. Dieses Andocken, das war halt das irgendwie andocken sollte, darüber haben wir mit Sicherheit schon gesprochen, aber dass das halt von hinten durch die Brust ins Auge, von hinten durch die Düse, in die sich dann praktisch in der Brennkammer verankert, das ist, glaube ich. Also es hat schon was Obszönes. Was Obszönes, definitiv. Es hat auch was von Parasit, also sowas von, wo ich natürlich auch vorstellen könnte, das kann man jetzt zur Reparatur benutzen, das kann man auch benutzen, um andere Satelliten zu hijacken. Ja, definitiv. Auch diese DARPA-Satellites. Auch diese DARPA-Satellites, das ist natürlich, wir inspizieren mal diesen Satelliten, aber dieser Satellit gehört nicht uns, sondern den Chinesen und wir inspizieren den mal darauf hin, wie wir ihn benutzen können. Genau, so ungefähr. Aber die Amerikaner haben davor ja auch Angst. Ja, das ist ja, also. Du merkst bei den Amerikanern immer alles, was die gerade machen, daran, dass sie sagen, ja, wir befürchten, dass die und die das machen. Es ist ja alles nicht schön. Kommen wir, wo wir gerade bei militärischer Nutzung sind. Ich habe ein Soundbite mitgebracht, was ich jetzt gerne mal abspielen möchte. My new national strategy for space recognizes that space is a warfighting domain, just like the land, air and sea. We may even have a space force. Develop another one. Space force. We have the Air Force. We'll have the Space Force. We have the Army, the Navy. You know, I was saying it,
the other day, because we're doing a tremendous amount of work in space. I said, maybe we need a new force. We'll call it the Space Force. And I was not really serious. And then I said, what a great idea. Maybe we'll have to do that. That could happen. Ja, also das war dann. Ich warte ja noch auf die Cyber Force. Ja, die gibt's auch schon. Ich habe gerade gegoogelt, aber da gibt's bloß irgendwie einen Comic zu. Es gibt bestimmt auch einen Comic zur Space Force. Naja, also Donald Trump kam auf einmal bei einer Rede auf irgendeiner Militärbasis, meinte er, ja, vielleicht brauchen wir eine Space Force. Das Witzige daran ist, also schon allein witzig, wie Donald Trump das halt da so erzählt, so er hat einen Witz gemacht und natürlich alle Arschkriecher, die er um sich herum geschart hat, gesagt haben, das ist eine hervorragende Idee, Herr Präsident, das müssen wir sofort umsetzen. Also er hat nur einen Witz gemacht und alle haben ihn halt ernst genommen. Ich glaube, das ist das große Problem dieser ganzen US-Politik. Also mich überrascht das ehrlich gesagt überhaupt nicht, weil es gibt einen schönen Artikel und also die offizielle Militärdoktrin der USA spricht von Full Spectrum Dominance. Ja, das wollte ich dir gerade erklären, ja. Weil Donald Trump kommt jetzt mit Space Force um die Ecke und letztes Jahr hat das gleiche Weiße Haus nämlich die Idee des Space Corps abgelehnt. Denn das House Armed Service Committee, also das Repräsentantenhaus-Komitee für die bewaffneten Streitkräfte, hat ein Gesetz auf den Weg gebracht, was die Errichtung eines sogenannten Space Corps, also wie das Marine Corps ein Space Corps auf den Weg bringen sollte, was dann eine Unterkategorie der Air Force werden sollte. Das hat das Weiße Haus damals abgelehnt mit der Begründung, dass das ja noch mehr Bürokratie verursachen würde und dass sie das nicht gut finden. Und jetzt auf einmal meint Trump, ja, wieso machen wir nicht eigentlich eine Space Force? Also eigentlich die gleiche Idee, nur mit anderem Namen. Und alle fanden das sehr lustig und haben sich sehr stark beömmelt. Das zu Recht, weil es ist halt, ich erwähne das jetzt auch nur, weil das wirklich auch durch Twitter ging und wahrscheinlich viele daran interessiert ist, was das eigentlich ist. Also Space Force ist im Grunde Space Corps, nur mit anderem Namen. Und also Trump hat die Idee letztes Jahr abgelehnt und verkauft sie jetzt als seine eigene. Ja, aber wie gesagt, es ist halt letzten Endes offizielle Militärdoktrin der USA. Und letzten Endes ein Ausdruck von Imperialismus, das kann man schon so sagen, ne? Dass man sagt, die USA wollen alles kontrollieren. Land, See, Luft, das Internet, also Cyber ist man nennt, gibt eine Definition, ne? The cumulative effect of dominance in the air, land, maritime and space domains and information environment, which includes cyberspace, that permits the conduct of joint operations without effective opposition or prohibitive interference. Ne? Also heißen, wir wollen letztendlich die Weltherrschaft haben, wir wollen tun und lassen können, was wir wollen, ohne effektive Gegenwehr. Genau. Das ist offizielle Militärdoktrin der USA. Department of Defense natürlich, ne? Das wir wollen tun und lassen, was wir wollen, aber das ist alles nur Verteidigung. Ja, ja. Vorwärtsverteidigung, ne? Ja, ja. Nee, ja, also so sieht das halt aus. Genau. Nee, also überrascht mich halt von daher überhaupt nicht. Ist einfach bloß, eine weitere konkrete Ausformung dessen, was die USA sowieso schon die ganze Zeit von sich geben. Mhm. Noch eine andere Sache, bleiben wir mal bei den USA, dann haben wir das auch abgehandelt. Während die Space Force, während Trump die Verteidigung nach vorne propagiert, steht die NASA, also der noch zivile Arm der Raumfahrt der USA, vor einem etwas größeren Problem, denn wie wir alle wissen, der vorgeschlagene Administrator der NASA, Jim Bridenstine, der von Trump quasi eingesetzt werden soll, der kommt nicht durch sein Bestätigungsverfahren durch, denn Marco Rubio, also ein republikanischer Senator, und Bill Nelson, ein demokratischer Senator, blockieren beide eine Abstimmung im Senat, ob der jetzt eingesetzt werden muss. Also diese neuen Officials, die müssen halt vom Senat bestätigt werden. Und dass ein Demokrat das blockiert, das ist klar. Aber Marco Rubio ist ja so ein wirtschaftsliberaler Republikaner, der gerne mal sein eigenes Ding macht. Und beide blockieren die Abstimmung
Beziehungsweise sie haben halt dann keine Mehrheit, weil sie halt sagen, Branson hätte nicht die nötigen Qualifikationen, um Leiter der NASA zu werden in einer Zeit, wo gerade viele neue menschliche Raumfahrtsysteme entwickelt werden. Also wir haben ja dieses Jahr anstehend den Erstflug von der bemannten oder menschlichen Dragon-Kapsel, also die dann Astronautinnen und Astronauten zur ISS bringen soll, und das gleiche dann mit dem CTS-100 Starliner von Boeing. Und in dieser Zeit sollte es doch einen Leiter der NASA geben, der davon technisch auch Ahnung hat. Und das hat halt Bryanstein nicht. Das ist so ein, der kommt eher von der Wirtschaftsseite der Raumfahrt. Genau. Das ist eigentlich alles kein Problem. Es gab nämlich die letzten 14 Monate, also mit dem Ende von Obama, ging ja dann auch der alte NASA-Administrator Charlie Bolden. Und als Interims-Administrator hat zurzeit Robert Lightfoot agiert. Der ist eigentlich der dritte in der Leitung der NASA, nämlich Associate Administrator, also der oberste Beamte, also nicht gewählte Offizielle, sondern der oberste Beamte der NASA und an dritter Stelle in dem Organigramm. Und der hat halt gleichzeitig die letzten 14 Monate auch noch als Acting Administrator gearbeitet, also war sozusagen der Chef seines Chefs. Und der hat jetzt angekündigt, dass er Ende April in Ruhestand gehen wird. Was ja ein kleines Problem darstellt, weil bis Ende April wird Jim Bryanstein nicht bestätigt werden. Also wird es, muss man sich jetzt nochmal quasi für einen Ersatzkandidaten umschauen. Und es gibt da sogar ein Gesetz dafür, für solche Vacancy-Fälle. Und Trump darf jetzt nicht einfach Jim Bryanstein als Interims-Administrator einsetzen, weil es dürfen keine Leute eingesetzt werden, die gerade durch ein Bestätigungsverfahren laufen. Es gibt da so bestimmte Voraussetzungen. Also es können halt Leute gemacht werden, die schon lange bei der NASA sind und einen bestimmten Bezahlungsgrad erreicht haben, also halt in einer bestimmten Position in dieser Beamtenlaufbahn sind. Und da gibt es auch ein paar Vorschläge, aber das ist alles nicht so geil gerade. Und ja, das ist halt zu einer Zeit, es werden hier neue Raumfahrtsysteme erprobt dieses Jahr mit Besatzung. Und in dieser Zeit wünscht man sich doch, dass die NASA da eine Führung hat, die da den Finger drauf hat und nicht kopflos herumläuft. Auch wenn das alles kommerzielle Raumfahrtfirmen sind, die das eigentlich durchführen, ist da die NASA doch immer noch sehr dran beteiligt, und da wünscht man sich doch, dass die Verwaltung funktioniert. Ja. Ja, also USA halt. Ne? Ich höre schon teilweise gar nicht mehr hin bei dem ganzen Scheiß, was in den USA passiert. Aber das ist halt auch wichtig. Man darf nicht nur über Triebwerke reden. Über das Personal reden. Ja. Nee, ich meinte so auch allgemein einfach. Das ist langsam sehr deprimierend. Ja, also ich glaube, das findet die NASA selbst auch sehr deprimierend. Und es scheitert halt daran, dass Bill Nelson und Marco Rubio das blockieren. Und da ist irgendwie bloß eine Mehrheit von einem. Ja, die haben so eine, glaube ich, so eine 14-13 Mehrheit. Also ich glaube 14 Republikaner und 13 Demokraten sitzen in dem Ausschuss. Und wenn es quasi sich zwei dagegen stellen, wenn sich ein Republikaner dagegen stellt, hat man quasi, ist es quasi umgekehrt, hat man 14 dafür und 13 dagegen. Umgekehrt, 14 dagegen und 13 dafür. Und das ist ein Problem, und das muss jetzt irgendwie gelöst werden. NASA Watch, also dieser NASA Watch-Blog, der sehr kritisch immer auch berichtet, der meinte, er kann es nicht ganz verstehen, weil Bill Nelson, der hat sich ja mal quasi zum Astronauten machen lassen. Einfach durch die Macht, die er als Senator hat. Also der war Senator und hat gesagt, ist dann irgendwie zu NASA gegangen und hat gesagt, ich will mal in den Weltraum fliegen, ich bin hier politisch sehr wichtig. Und war das Bill Nelson? Ich glaube schon. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Doch, genau, STS-61C. Nelson wurde nach Senator Jack Garn aus Utah der zweite Politiker, der in den Weltraum reisen durfte. Mhm. Okay. Auch wieder eine Geschichte, die an mir vorbeigegangen ist. Genau, und der hat als... Oder vielleicht habe ich es mal irgendwann gehört und dann wieder vergessen. Das kann auch sein. Genau, und der hat anscheinend, oder so wird gemunkelt, seine politische Macht halt genutzt, um die NASA zu zwingen, ihn als Astronaut auszuwählen.
Ja. Und deswegen ist er so ein bisschen scheinheilig von ihm zu sagen, der Brian Steen hat nicht die nötige technische Qualifikation, um Leiter der NASA zu werden, wenn er quasi seine politische Macht dann zu genutzt hat, Astronaut zu sein. Ich sage mal, er kann es dann sicherlich auch beurteilen. Also ich würde diese Tatsache jetzt nicht gegen ihn stellen. Wenn er das sagt, okay, vielleicht will er es selber werden. Das kann sein. Na, es ist halt. Ich weiß also nicht, hat der selbst Ambitionen, Chef der NASA zu werden? Ich glaube nicht, dass er als Demokrat von Trump nominiert wird. Ja, okay. Siehst du, also, okay, also ich sehe jetzt nicht ganz die, ich sehe jetzt nicht ganz, auf welche Weise das jetzt eine korrupte Meinung sein soll. Naja, es ist keine korrupte Meinung, aber es ist halt ein bisschen scheinheilig. Also es geht natürlich da alles um Politik und dass Bill Nelson dagegen ist, ist klar, es geht halt, glaube ich, mehr, dass Marco Rubio jetzt mal da einlenkt. Ja. Und dass er quasi dafür ist als Republikaner. Ja. Also sie müssen halt. Moment. Sie müssen halt, wenn jetzt Bill Nelson dafür stimmen würde, hätten sie immer noch diese 13-13. Nee, dann ging es auch. Aber sie werden wahrscheinlich eher Marco Rubio überzeugen. Ja. Aber Rubio ist ja gern so ein Republikaner. Das ist halt so ein ganz Liberaler, so ein Republikaner, der sich gerne gegen Trump stellt oder gegen die eigene Regierung. Der ist öfter, der wurde nur ganz selten mal abgewählt. Marco Rubio? Nee, Bill Nelson. Ja, das kann sein. Also wirklich ganz erstaunlich. Irgendwie einmal wurde er abgewählt, glaube ich. Einmal hat er eine, der hat einmal eine Wahl verloren, ansonsten hat er immer gewonnen. Das ist wirklich erstaunlich und in Florida. Moment, wo waren wir? Wir waren bei ACES gewesen. Also es werden zurzeit jede Menge Triebwerke getestet. Manche etwas mehr Hightech, manche etwas weniger. Blue Origin testet mal wieder das BE-4-Triebwerk. Mit 65% Schub und 114 Sekunden lang. Das reicht noch nicht, weder das eine noch das andere. Also eine normale Mission, ich müsste gucken, was die Atlas 5, was die für eine Missionsdauer hat in der ersten Stufe, aber das sind halt auch ein paar Minuten und nicht nur zwei. Ich meine, Falcon 9 Rakete, erste Stufe sind so 2,5 Minuten, glaube ich, also 150 Sekunden, also die kommen da noch nicht ganz hin. 250 Sekunden, sagen die für die Atlas 5. Also sagen wir mal, brauchen noch doppelt so viel und sie brauchen noch 50% mehr Schub als das. Also die haben da noch was vor sich. Sieht natürlich trotzdem ganz nett aus. Aber also das Triebwerk ist noch nicht so weit. Und die ULA hat die hat die Entscheidung noch vor sich, welches Triebwerk sie nehmen wollen. Es ist ein offenes Geheimnis, dass es genau dieses werden wird, weil das A1-Triebwerk ist ja doch recht abgeschlagen in der Entwicklung und Aerojet Rocketdyne will da bloß irgendwie noch Geld haben, damit die das noch zu Ende entwickeln dürfen, weil es bringt halt Geld. Ihr eigenes Geld, was sie da reingesteckt haben. Also die haben die eigenen Investitionen in ihr Triebwerk jetzt so weit zurückgeschraubt, wie es nur irgendwie geht und halten halt mehr oder weniger die Hand auf, dass die Regierung doch das bitteschön noch bis zu Ende bezahlen soll, was alles sehr, sehr merkwürdig ist. Aerojet Rocketdyne ist ja recht bekannt für sowas. Die haben ja auch schon wie hieß das Ding? Den Nachfolger, das J2-Triebwerk, genau, das J2X-Triebwerk genau genommen, was halt früher bei den Apollo-Missionen geflogen ist. Und da hatte man in den 70er Jahren dann schon Pläne gehabt für eine erweiterte für eine Verbesserung dieses Triebwerks, das J2S-Triebwerk, und dann hieß es ja für das Constellation-Programm für die Ares-5-Rakete und dann auch für das SLS könnte man ja dieses Triebwerk nochmal wieder aufleben lassen und nochmal neu entwickeln. Und das haben die dann auch gemacht und die haben $1 Milliarde verbraten, um praktisch dieses alte Triebwerk nochmal aufzumöbeln. Und dann wurde gesagt, nö, braucht man nicht. Das, nachdem man 1 Milliarde da reingesteckt hat, war schon Wahnsinn. Und offensichtlich versuchen die das mit dem RR1-Triebwerk jetzt genauso zu machen. Komischer Laden.
was soll ich sagen? Ja gut, Firefly, das ist diese Firma, die mindestens ein- oder zweimal schon pleite gegangen ist in den USA, um eine kleine Rakete zu testen. Wurde ja aufgekauft von einem, irgendein Ukrainer, der so eine Partnervermittlungsplattform im Internet hatte und damit reich geworden ist. Die gibt's wieder und die haben jetzt auf dem South by Southwest Festival wohl einen Teststand aufgebaut und ihr Triebwerk gezeigt und für die zweite Stufe, das Lightning-Triebwerk, und das dann bei 10% Schub getestet. Juhu. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das dann das originale Triebwerk sein kann. Wahrscheinlich ist das ein verkleinertes Triebwerk gewesen. Weil 10% Schub zu erreichen bei Originalgröße, das wäre schon eine echte Leistung. Also normalerweise kriegt man es ja nicht hin, so ein Triebwerk so weit runter zu regeln auf 10% vom Nominalschub. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was die da gezeigt haben. Seriös, ähnlich seriöslich ist ja bekanntlich Interorbital Systems, über die wir uns schon ein paar Mal unterhalten haben, die halt auch zwischendurch mal von Lutz Kaiser, den wir vorhin mal erwähnt hatten, beraten wurden und jetzt schon seit weit über 10 Jahren in den USA irgendwie rumgeistern und versprechen, halt orbitale Raketen bauen zu wollen. Die haben jetzt ihr Oberstufentriebwerk auch getestet und in Video gemacht, das mit Drohne aufgezeichnet wurde, aber offensichtlich nicht von einem sonderlich erfahrenen Drohnenpiloten aufgezeichnet wurde. Aber sei es drum, es gibt ein Video. So, und dann noch eine Firma, von der ich ehrlich gesagt nie was gehört habe, namens Gilmour aus Australien, die ihr G70-Triebwerk, ein Hybrid-Triebwerk, getestet haben. Soll ungefähr 7 Tonnen Schub haben. Wurde jetzt getestet, die wollen irgendwie, glaube ich, nächstes Jahr fliegen. Oder, nee, 2020, glaube ich, war das. Firefly verspricht nächstes Jahr. Man darf gespannt sein. Also bei Firefly, die waren, also ich finde das sehr überraschend. Ich habe das ja recherchiert für meinen Vortrag und die haben eigentlich die ganze Zeit das Comeback gemacht. Also die waren so ein bisschen totgesagt, nachdem sie da verkauft wurden, ja. Aber die sind dann auf einmal wieder aufgetaucht, haben ein bisschen an ihren Ideen zurückgeschraubt, machen jetzt nicht mehr nur machen jetzt keine Aerospike mehr, was sie am Anfang gesagt haben, und haben jetzt eigentlich ein ganz interessantes Konzept, was auch sehr realistisch klingt. Ja, sie sind halt von ukrainischen Typen aufgekauft worden und wahrscheinlich wird der seine eigenen Leute in der Ukraine noch gekannt haben und einfach gesagt haben, hey Leute, ich will hier Raumfahrt machen, hier werdet ihr nicht allzu gut bezahlt, macht doch mal mit oder irgend sowas. Nee, Moment, war das überhaupt ein Ukrainer oder war das am Ende ein Rumäne? Verdammt, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Nicht, dass ein Rumäne oder ein Bulgare war. Sie wurden ja dann auch umbenannt von Firefly Systems zu Firefly Aerospace. Nee, also früher hießen sie Firefly Space Systems und jetzt heißen sie Firefly Aerospace. Ja, nee, also diese ganzen Seifenopern in der New Space Blase sind ja doch am Ende so verwirrend, dass man nicht immer mehr weiß, wer jetzt genau was getan hat. Also sorry, falls ich da falsch gelegen habe. Okay, hast du eigentlich noch was Längeres? Sonst mache ich noch das mit dem Ionentriebwerk. Ich habe noch was Längeres, ich habe noch einiges Längeres. Dann mach du erstmal was Längeres. Kommen wir mal wieder zurück zu den Menschen, denn wir lieben ja alle Menschen. Und es gibt jetzt Ergebnisse von der Zwillingsstudie von Scott und Mark Kelly. Wir erinnern uns, Scott Kelly war ein Jahr lang auf der ISS als erster Astronaut, der eine Einjahresmission vollzogen hat und wie es so dazu verwollte, er hat einen Zwillingsbruder, einen eineigen Zwillingsbruder namens Mark Kelly und dann hat sich die NASA überlegt, da können wir sehr viele lustige Experimente anstellen und sie haben beide überwacht, Scott Kelly im Weltraum, Mark Kelly auf der Erde, beide sind auch Astronauten und jetzt wurden ein paar Ergebnisse, also wurden schon vor ein paar Monaten Ergebnisse veröffentlicht, aber jetzt hat man die DNA-Ergebnisse veröffentlicht und dann hat die NASA sozusagen bekannt gegeben,
Die DNA-Expression, also wie sich die DNA verhält, hat sich um 7% verändert bei Scott Kelly im Vergleich zu seinem Bruder. Und was die Leute daraus gemacht haben, ist, die DNA von Scott Kelly hat sich um 7% verändert und dann haben sich ganz findige Wissenschaftsjournalisten ausgedacht, aha, wenn die DNA um 7% anders ist, dann ist er ja nicht mehr der Zwilling von seinem Bruder. Das ist aber falsch. Mich würde ja mal interessieren, was diese 7% eigentlich sind, worauf die sich beziehen. Genau, das kann ich jetzt nämlich sagen. Da geht es nämlich um die DNA-Expression, also welche Teile deiner DNA oder der DNA von Scott Kelly aktiv sind. Also die, es wird ja nicht ja, immer... Ja, aber woran haben die das jetzt? Die werden ja nicht nach jedes Gen abgegrast sein oder vielleicht doch. Ich habe halt keine Ahnung. So richtig, ja, ich glaube, man kann sich das so vorstellen. Stell dir vor, deine DNA besteht aus... Gibt es da ein Paper zu, dass man sich durchlesen kann? Stell dir mal vor, deine DNA besteht aus 100 Segmenten. Ja, ja, ich kann mir das schon vorstellen, aber ich hätte es halt gerne gewusst, was ja, die dann geschrieben haben. Lass mich doch mal ausreden. Ich will das doch auch den Leuten erklären. Also stellt euch vor, die DNA besteht aus 100 Segmenten und es werden nicht immer, also nicht alle 100 Segmente werden immer aktiv eingesetzt. Es gibt da, also wahrscheinlich sogar der größte Teil davon, der DNA ist sozusagen Puffer. Das ist das, was immer interessant ist, wenn man Leute identifizieren will, also zum Beispiel bei der kriminaltechnischen Untersuchung, aber das ist nicht das, was aktiv dazu eingesetzt wird, um den Menschen zu bauen, und anscheinend haben sich quasi diese aktiven Segmente der DNA um 7% verändert in dem Jahr, in dem Scott Kelly im Weltraum war und bei seinem Bruder halt nicht. Also wenn vorher 50 Segmente geleuchtet haben jetzt 57 Segmente geleuchtet. Was auch interessant war, ist, dass sich die Telomere von Scott Kelly verlängert haben. Haben sich jetzt in der Zeit, wo er auf der Erde ist, wieder verkürzt, also verlängert im Vergleich zu seinem Bruder. Und die Telomere sind ja die Endkappen der DNA und die verkürzen sich ja bei jeder Zellteilung. Und es gab ja so Theorien, dass das ist, was den Alterungsprozess bestimmt. Also es gibt eine finite Teilungsmenge und wenn die durch ist, dann sterben diese Zellen ab und dann stirbt der Mensch. Und das würde, nach dieser Theorie würde das bedeuten, dass Scott Kelly weniger gealtert ist als sein Bruder, weil die Telomere jetzt länger waren als die von seinem Bruder, der auf der Erde war, aber die haben sich jetzt schon wieder quasi verkürzt, also sind jetzt wieder gleich lang wie die von seinem Bruder. Also ist vielleicht diese ganze Theorie über die Telomerlänge und was das über den Alterungsprozess aussagt, vielleicht nicht ganz so korrekt, aber es ist ganz interessant, dass sie sich verlängert haben. Und was auch sehr interessant ist, was sich am größten verändert hat in der Zeit im Weltraum, ist die Darmflora. Also das Verhältnis von Firmicutes und Bacteroidetes, das sind anscheinend zwei Gruppen an Gekräuse, was sich im Darm befindet, und das Verhältnis davon hat sehr viele Einflüsse auf die Verdauung und auch anscheinend aufs Körpergewicht und solche Sachen, und das hat sich entscheidend verändert bei Scott Kelly und man weiß nicht ganz genau so warum. Also Ernährung könnte natürlich ein ganz großer Faktor sein, man isst ja definitiv anders im Weltraum. Aber es kann auch was mit Schlafmangel, Strahlung oder Mikrogravitation zu tun haben. Ja. Aber das war so der größte Faktor, der sich halt in dem einen Jahr verändert hat. Machen wir mal weiter mit den Themen. Willst du mal wieder ein Thema machen? Die ESA hat was gemacht. Die hat ein neues Triebwerk entwickelt. Hat das möglicherweise auch vorher angekündigt. Aber wenn sie das getan haben, dann habe ich davon nichts mitbekommen. Ich war da etwas überrascht drüber. Und zwar eine neue Art von Ionentriebwerk haben sie da entwickelt, das keinen Treibstoff braucht. Also braucht schon Treibstoff, aber zumindest keinen, den der Satellit mitnehmen muss, weil die haben einfach vorne eine Öffnung und da kommt dann die Restluft rein, die nämlich in der Atmosphäre der Erde ganz oben noch da ist. Und die wird dann praktisch erst abgebremst und dann in die Ionisierungskammer von einem Ionentriebwerk reingebracht, dann nochmal ionisiert und beschleunigt und hinten etwas schneller rausgeschmissen, als von vorne reinkommt. Und ja, auf die Art und Weise kann man dann halt ein Triebwerk betreiben. Ist letztens das Gleiche, was auch in jedem Jet-Triebwerk von einem Flugzeug passiert. Ne? Da hat man ja auch vorne Luft rein und hinten halt schneller und heißer raus.
und mehr oder weniger das Gleiche machen die dort auch, nur dass die halt nicht sagen, okay, wir nehmen vorne Stickstoff und Sauerstoff rein und verbrennen das dann und hauen es hinten raus, weil wir wissen alle, wenn wir Stickstoff und Sauerstoff einfach nur verbrennen, na, das kommt nicht so schnell hinten raus, wie das von vorne reinkommt, weil wie schnell kommt es von vorne rein? 7,8 Kilometer pro Sekunde. Was schaffen so die besten chemischen Triebwerke hinten wieder raus? Irgendwas um die, also wenn man Wasserstoff nimmt, wären es halt so 4,5 Kilometer pro Sekunde, aber wenn 80% von dem, was man vorne reinbekommt, Stickstoff ist und kein Sauerstoff, dann wird es nochmal erheblich schlechter, aber da braucht man was Besseres. Und was Besseres hat man halt entwickelt und man hat einfach gesagt, okay, wir ionisieren halt Luft. Wir ionisieren genau diese Luft und hauen die dann hinten raus. Hat natürlich Nachteile, weil normalerweise benutzt man sowas wie Xenon, um Triebwerk zu betreiben. Irgendwas, das leicht ionisierbar ist. Die ersten Ionentriebwerke haben sowas wie Cäsium benutzt und also alles Mögliche halt schon. Quecksilber war, glaube ich, auch dabei. Weil man es halt leicht ionisieren kann. Das wird bei dem Triebwerk jetzt etwas schwieriger gewesen sein. Sonderlich viele Details gibt es hier nicht. Also gleiches Problem, bei dem ich mich jetzt gerade eben schon aufgeregt habe bei der NASA. Irgendwie die sagen zwar, ja, wir haben hier tolle Wissenschaft gemacht und wir machen hier ein paar nette Rendergrafiken und so. Aber so richtig, nicht nur Rendergrafiken, also die haben auch den Testaufbau in der Vakuumkammer und so weiter, das haben sie alles schon gezeigt. Aber mir fehlen so ein bisschen die Details dazu. Das ist etwas schade. Also ich hätte schon sehr gern gewusst, was genau die da gemacht haben, welche Probleme sie hatten, was die da und wie sie die gelöst haben und so weiter. Aber ja, ist halt kein Paper dabei. Fand ich sehr schade, was das angeht. Es waren wohl auch polnische Leute dabei, die vorne den Einlass sozusagen entworfen haben. Wie gesagt, diese Restluft, die im niedrigen Erdorbit so bei 200 Kilometern Höhe oder so auf die drauf reinkommt, muss halt irgendwie erstmal abgebremst werden, damit es halt nicht gleich wieder rausfliegt, abgekühlt werden und dann halt in die Kammern reingeleitet werden, wo es dann ionisiert werden. Und das muss halt alles erstmal irgendwie gemacht werden. Warum macht man das Ganze? Naja, man hätte gerne Satelliten, die recht tief fliegen. Und bis jetzt hat es nur eine Mission gegeben, die mal bei 250 Kilometern geflogen ist. Das war Goce. Der schönste Satellit aller Zeiten. Ja, der war sehr schnittig. Ja, und der ist halt genau so lange geflogen, bis ihm der Treibstoff ausgegangen ist. Und das ist halt blöd. Und die Idee ist jetzt, dass man einfach die Restatmosphäre da einsaugt. Genau, man nimmt einfach das, was sonst halt das Problem ist, ne? Also halt die Restatmosphäre, die den Satelliten abbremst, benutzt man halt als Treibstoff und um zu beschleunigen. Was halt das Gleiche ist, was jedes Flugzeug auch macht. Bloß halt mit elektrischem Antrieb und viel weiter oben und bei viel höheren Geschwindigkeiten und viel weniger Luft. Mhm. Und ja, wie gesagt, also 200 Kilometer Flughöhe wäre doch mal was. Fliegt dann halt, wie gesagt, so ähnlich fast schon wie ein Flugzeug, bloß eben mit höheren Geschwindigkeiten und ohne Auftrieb und so, einfach nur dadurch, dass sie halt die entsprechende Trägheit nach außen haben. Und das wurde jetzt getestet oder ist das erst ein Plan? Oder? Das wurde in Vakuumkammern am Boden getestet. Also das ist schon echte Hardware. Ja, okay. Nur noch nicht ein echter Satellit. Das noch nicht. Aber wie gesagt, so richtig viele Details haben sie leider nicht. Das fand ich schade. Kein Paper verlinkt. Leider. Ja, also es ist immer wieder das Gleiche. Also wenn es ein Paper gibt, dann bitte verlinken und hier scheint es keinen zu geben. Also das scheint wohl wirklich bloß so eine Pressemeldung zu sein. Hier, hey, wir machen noch was. Ich finde es ja auch toll, aber wie gesagt, ich hätte dann doch sehr gerne mehr gewusst. Hast du mal Leute gefragt, ob sie dir irgendwie das Paper weiterleiten können? Falls eins existiert, meinst du? Ja. Nö. Ja.
Ist ja. Vielleicht auch schwierig, dran zu kommen. Ist dann vielleicht schwierig, ja. Vielleicht, wenn du mal Andreas fragst, der hat da bestimmt irgendwie, weiß, ob es ein Paper gibt und ob es das irgendwie zugänglich gibt. Ich bin gerade am gucken, also eine der beteiligten Firmen hat eine ordentliche Webseite, so wie es aussieht. Tja, mal gucken, vielleicht finde ich was. Ja, aber ich finde, wie gesagt, ich finde es halt immer schlecht, wenn über irgendwas berichtet wird, wenn Pressemeldungen rausgegeben werden und dann halt sowas nicht vorkommt. Und das macht die ESA nicht, das macht die NASA nicht, das machen irgendwelche Nachrichtenplattformen nicht. Da wird dann halt einfach nur so pauschal gesagt, ja, es wurde ein Paper rausgegeben. Oh, toll. Und vor allen Dingen, du merkst den Leuten dann noch immer an, ja, im Prinzip derjenige, der es geschrieben hat, den interessiert das auch gar nicht. Hat es auch nicht gelesen, ne? Es hat einfach bloß so, ja, es wurde hier eine Studie rausgegeben und das Bundesumweltamt hat dazu geschrieben, dass in dieser Studie Folgendes steht. Und ja, weiter geht dann das Interesse nicht und deswegen erscheint dann auch die Studie nicht, weil jeder Mensch, der sich sagt, ich interessiere mich jetzt ernsthaft dafür, was dieses Bundesumweltamt da gemacht hat und lese da auch mal rein, würde sofort sagen, ja, ich muss jetzt verlinken, was da, ja, woher ich das habe. Aber das geschieht nicht und dann merkst du einfach, wo die Interessenslage in den Nachrichten meistens so ist. So liegt, die ist nämlich einfach nicht vorhanden. Das ist einfach bloß, wir schreiben halt einen Artikel und eine Meldung und die muss dann raus und ansonsten interessiert uns das alles nicht. Und das sind dann halt so die Leute, die dann die Politik bestimmen. Also sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite, weil, wie gesagt, das Paper, was da in dem Fall halt vom Bundesumweltamt, was ich dann noch gefunden habe, was da rausgekommen ist, ja, sowas Ähnliches habe ich auch schon im Studium von irgendwelchen Bachelorstudenten gesehen. Also so in Gruppenarbeit, was da so die anderen gemacht haben. Ja, das ging so ähnlich. Also ich kann das auch, bloß ich sage dann nicht, ich habe hier Wissenschaft gemacht, sondern ich sage dann, ja, ich habe mal geguckt, was so ein paar Wissenschaftler schreiben und so richtig viel Ahnung habe ich davon nicht, aber ich kann das ja alles mal so ausrechnen, wie die das so sagen und dann ja, das kommt dann bei raus. Letzten Endes sehr verklausuliert und im sehr schlechten Deutsch geschrieben, steht das in dem Paper dort auch so drin. Sehr merkwürdiges Ding gewesen. Ja, sorry, ich reg mich gerade irgendwie auf. Merkt man gar nicht. Merkt man gar nicht, nee, wie nur. Willst du mal ein bisschen, ein paar Kilometer höher gehen? Du hast ja nämlich noch ein Thema zu Low Earth Orbit Constellation von Eutelsat. Ich habe, warte mal, ganz so weit hoch will ich noch nicht gehen. Apropos so 200 Kilometer, in ungefähr zwischen 220 und 240 Kilometern ungefähr, fliegt derzeit noch Tiangong 1, die chinesische Raumstation. Mhm. Und die ist nicht mit solchen Triebwerken ausgestattet. Soll heißen, die macht das noch eine Weile, aber nicht mehr lange, ein paar Wochen noch. Und der Absturzzeitpunkt wird jetzt so langsam, aber sicher immer etwas sicherer. Und es heißt wohl so 31. März bis 6. April, irgendwann so in der Woche. Da ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass es runterkommt. Also wenn wir Glück haben, über Ostern. Ja, also wo genau das dann runterkommt, weiß über man dann den Osterinseln. Immer noch nicht. Ja, weil wie gesagt, die Geschwindigkeit von dem Ding beträgt 8 Kilometer pro Sekunde. Die Unsicherheit beträgt eine Woche. Ich wusste auch mal, nee, habe ich irgendwann mal ausgerechnet, wie viele Sekunden eine Woche hat? Ich glaube nicht. Aber es sind ziemlich viele jedenfalls. Ich schätze mal so eine 500.000 Sekunden. Ja, könnte hinkommen. 500.000 Sekunden ungefähr. Und da kann man sich dann vorstellen, in einer 500.000 Sekunden bewegt sich dann so eine Raumstation ungefähr 4 Millionen Kilometer weit. Und das ist so die Unsicherheit des Absturzortes. Und also nichts Genaues weiß man nicht. Und wie viel wird denn da eigentlich durchkommen oder soll das alles in der Atmosphäre verbrennen?
Der allergrößte Teil wird ziemlich gut verglühen. Das Ding hat ein paar eigene Triebwerke. Triebwerke sind dafür bekannt, dass sie hohe Temperaturen teilweise sehr gut aushalten können und die werden dann auch runterkommen. Aber ich sag mal, im Vergleich zum Beispiel zu dieser Zenit-Oberstufe, die wir letztes oder vorletztes Mal, glaube ich, hatten, die ist über Peru eingetreten und dann in Brasilien abgestürzt, wird da nicht viel ankommen. Und die Teile sind dann auch nicht allzu groß. Wie gesagt, wenn es blöd kommt, dann kann davon auch jemand getroffen werden. Das ist bis jetzt ist sowas äußerst selten vorgekommen. Das wesentlich größere Problem bei der chinesischen Raumfahrt ist nicht diese Raumstation, weil so Trümmerteile kommen die ganze Zeit runter. Auch ja mit Triebwerken und halt mit Teilen, die den Absturz überleben und ja, halt irgendwelche Raketenoberstufen, irgendwelche Satelliten fällt ja andauernd runter. Viel schlimmer sind natürlich die Booster und die ersten Stufen von den Raketen, die Chinesen starten und die dann in irgendwelchen Dörfern runterkommen. Ne? Da wird es wohl eher passieren, dass mal jemand ernsthaft verletzt wird davon. Weil man da halt von Anfang an noch weiß, okay, das sind bewohnte Gegenden, wo es runterkommt. Und es gab da ja auch irgendwie so einen Offiziellen, der gesagt hat, im Prinzip können wir nur vor jedem Start beten, dass da niemand stirbt. Thoughts and prayers. Genau, so ähnlich. Ja. Und wie gesagt, ein Stück weiter oben sind noch echte Satelliten, die auch nicht so schnell runterkommen. Und wir wissen ja alle, es gibt jetzt jede Menge Pläne, sehr viele Satelliten zu starten in niedrigen Erdorbit. Von SpaceX, von Boeing hat irgendwas vorgestellt, Samsung hat irgendwas vorgestellt, OneWeb natürlich, haben wir letztes Mal uns drüber unterhalten. Und jetzt will auch Eutelsat mitmachen. Und man merkt so langsam, es wird dann irgendwann ziemlich voll da oben, wenn das alles durchgezogen wird. Man darf gespannt sein. Aber man merkt auch gleichzeitig irgendwie, es hat die Leute beeindruckt und es gibt jetzt das Problem, dass immer weniger geostationäre Satelliten geordert werden, beziehungsweise dass die Dinge auch kleiner werden. Und es gibt langsam aber sicher wirtschaftliche Schwierigkeiten für die Zulieferbetriebe, die sonst immer halt irgendwie so Teile für einzelne geostationäre Satelliten geliefert haben. Wozu dann auch kommt, dass die Satellitenhersteller angefangen haben zu rationalisieren, die Dinger billiger herzustellen, in verschiedenen Satelliten gleiche Teile zu benutzen, sodass dann halt auch weniger Zulieferer gebraucht werden und die weniger Geld bekommen, weil es geht ja um Einsparmaßnahmen. Und ja, langsam aber sicher wird das ein Problem. Da gab es dann bei Space News einen kleinen Artikel dazu. Der also wird halt echt interessant langsam. Was da passiert. Also da gibt's, weil du hast halt immer das Problem, geostationärer Orbit ist halt toll, weil der Satellit hängt da oben und ist nicht ganz wie festgenagelt, aber dann doch so ähnlich. Das Problem ist halt nur, der ist dort oben in 36.000 Kilometern oder umgerechnet in 0,12 Lichtsekunden Entfernung. Und für Datenaustausch ist das halt schlimm, weil du sendest dann halt Daten von der Erde zu dem Satelliten, von dem Satelliten zur Erde, von der Erde wieder zu dem Satelliten und dann vom Satelliten wieder zurück zum ursprünglichen Absender. Und dann bist du damit eine halbe Sekunde beschäftigt. Und eine halbe Sekunde ist halt für Internet und Ähnliches eine Latenz, die schon respektabel und sehr, sehr groß ist und eigentlich schon kaum noch benutzbar. Und für manches, also was halt so klassisch Fernsehen ist und Fernsehen, naja gut, also Fernsehen, wer guckt heutzutage noch Fernsehen, ne? Nennen wir es mal Streaming, für Streaming ist das alles noch in Ordnung und für Wettersatelliten sowieso, aber so das klassische Kommunikationssatelliten-Ding, dafür ist es halt eigentlich gar nicht mehr so richtig zeitgemäß, insbesondere wenn dann die ganzen LEO-Satelliten kommen. Und ja, halt Eutelsat will jetzt auch so eine kleine LEO-Satelliten-Konstellation machen. Es waren auch wieder eine ganze Menge Satelliten, die starten wollen.
Ja, O3b ist ja auch gestartet worden, ne? Was ja so ein ähnliches Konzept ist, ist halt näher an der Erde dran, weniger Latenz und so. Und ja, Eutelsat wir halt einen wesentlichen kleinen Satelliten bauen, auch so eine Konstellation, fertig. Ist es, und der Markt für geostationäre Satelliten, der schrumpft gerade. Der schrumpft immer mehr, ja, so wie es aussieht. Muss also man abwarten, ganz gut, wo es hingeht. Wenn diese orbitale Region ein bisschen entlastet wird, was Weltraummüll angeht. Ja, das Problem ist nur, dass diese ganzen niedrigen Orbits eigentlich gar nicht so niedrig sind. Die sind halt dann doch ziemlich deutlich aus der Erdatmosphäre raus. So 1200 Kilometern oder so, ne? Ich sehe gerade irgendwie, der Artikel erwähnt gar nicht, was für Pläne genau die haben. Die haben halt einfach bloß gesagt, ja, Eutelsat plant irgend sowas. Ne? Ja, will das Potenzial sich angucken davon. wahrscheinlich genau deswegen. Aber die sind halt dann auf großen Höhen, letzten Endes schon, also weit oberhalb der Erdatmosphäre. Und da gibt es dann halt doch ein Schrottproblem, und zwar ein Schrottproblem, das noch erheblich größer ist als oben im geostationären Orbit, weil geostationärer Orbit ist sehr weit weg, da ist viel mehr Platz. Die sind dort halt in 1000 Kilometern Höhe und nicht in 36.000 Kilometern Höhe, und da wird dann alles sehr viel enger und es sind sehr viel mehr Satelliten. Es werden auch einfach sehr viel mehr Satelliten gebraucht, um großen Teil von der Erde irgendwie abdecken zu können, weil du kannst halt nicht einfach bloß von einem Ort aus senden. Und ja, dadurch hast du dann halt irgendwann ein Müllproblem, ne? Also O3b ist auf 8000 Kilometern Höhe. Das ist ein so unglaublich unbeliebter Orbit, dass das dort überhaupt keine Probleme darstellt. aber wenn du dann bei 1000 Kilometern Höhe bist oder 1200 Kilometern Höhe und irgendwelche sonnensynchronen Orbits hast, dann schränkst du letzten Endes die Wahl der möglichen Orbits sehr stark ein, und dann hast du halt das Problem, dass sich sehr viele Satelliten auf einem relativ kleinen Orbit zusammendrängeln. Ja, und hast dann halt entsprechende Probleme, ne? Und deswegen müssen diese Satelliten, die in den ganzen neuen Konstellationen sind, dann auch mit Ionentriebwerken und so weiter ausgestattet werden und rechtzeitig deorbitiert werden, weil ansonsten muss dann irgendjemand hinfliegen und durch die nicht mehr vorhandenen Triebwerksdüsen von hinten irgendwas einführen oder so. Mhm. Ja, weil das ist ja Sinn und Zweck der Sache, ne? Dass man irgendwie dann einen Satelliten eventuell auch aus einem Orbit entfernen kann. Die sagen zwar im Wesentlichen halt Station Keeping, ne? was wir vorhin gesagt hatten, Orbital ATK, was die machen wollen. Also, dass die praktisch die Mission verlängern, also Mission Extension halt, ne? Nennt sich ja Mission Extension Pods. Die sagen halt, okay, wir wollen damit die Mission verlängern, aber das wesentlich größere Problem ist ja, die Mission nicht zu verlängern, sondern die Mission zu beenden, und zwar auf eine Art und Weise, dass der Satellit in einem Orbit ist, wo er nicht stört, beziehungsweise halt aus dem Orbit komplett rausfällt und auf die Erde zurückkommt. Tja. Und ja, auch bei solchen Satelliten passiert es dann halt, dass einzelne Teile dann auch auf der Erde ankommen können. Ich glaube, SpaceX hat das auch vorgelegt, und die haben dann halt gesagt, ja, wir benutzen, was benutzen die? Die benutzen irgendwelche Antennen, ich glaube, irgendwelche Funkantennen oder was, irgendwas optisch. Nee, es waren irgendwelche optischen Antennen, die aus Siliziumkarbid bestehen, und Siliziumkarbid ist halt ein unglaublich fest. Also erstens ein unglaublich hartes und zweitens ein sehr temperaturbeständiges Material. Und die überstehen dann halt den Wiedereintritt und kommen dann auch unten an. Da muss man sich dann halt irgendwann überlegen, okay, vielleicht sollte man anderes Material verwenden. Vielleicht auch das irgendwie so aufbauen, dass das in kleinere Stücke zerfällt oder irgend sowas. Da wird uns noch einiges bevorstehen. Weil zurzeit ist immer noch so, wir haben irgendwie, ich weiß nicht, insgesamt wurden seit Anbeginn der Raumfahrt vielleicht 5000 Satelliten oder so gestartet. Wenn jetzt SpaceX plant, eine Konstellation aus 12.000 Satelliten zu bauen, da fängt man langsam an, in andere Bereiche von Problemen zu kommen, und ja.
muss man schauen, was da draus wird, ne? Also diese Leo-Konstellationen sind auf jeden Fall interessant, weil halt kürzere Latenzzeiten sehr viel besser für die Information geeignet. Aber es gibt halt dann neue Müllproblematiken einfach. Und aber die Leute sind sich dessen bewusst und versuchen da auch was dagegen zu machen. Man darf dann schauen, wie erfolgreich das ist. Aber es ist halt nicht irgendwie jetzt, weil manche Leute schreiben dann Artikel und sagen irgendwie, das ist jetzt ein Problem und keiner denkt daran. Nee, irgendwie schreiben alle darüber. Naja, egal. Ja, auch ein Problem mit Weltraummüll. Satelliten wurden ohne Genehmigung gestartet. Das ist meine Lieblingsgeschichte des Jahrtausends. Erzähl. Na, so schlimm ist es nicht. Es gab einen Satellitenstart in Indien. Hatten wir uns drüber unterhalten, ne? Irgend so ein PSLV, die diverse Satelliten starten sollte. Und da hatte eine Firma, ich muss gucken, wie sie heißt, Silicon Valley Company, nennt sich Space Bee, nennt sich der Satellit. Wie heißt jetzt die Firma? Swarm Technologies, genau. Space Bee Swarm. Ja. Und das ist praktisch sowas wie ein CubeSat, aber flach. Also wie eine Scheibe, die aus einem CubeSat rausgeschnitten wurde. Ein Viertel davon. Und haben dann halt praktisch einen CubeSat, so einen U-CubeSat gestartet, aber der tatsächlich halt aus vier Satelliten bestand. Und die haben dafür eigentlich keine Genehmigung gehabt. Aus gutem Grund, sagt jedenfalls die FCC, weil das Ding ist so klein, also 10 Zentimeter wurde letztens gewählt, weil 10 Zentimeter große Stücke lassen sich sehr gut nachweisen mit Radaraufnahmen und so weiter. Aber wenn man dann ein noch kleineres Stück hat, dann wird es halt langsam schwierig, halt die Satelliten dann noch mit Radar und Ähnlichem zu verfolgen. Und damit, ja, hat man halt ein Problem, ne? Also dann kann es halt passieren, dass die Dinger irgendwelchen Satelliten plötzlich sehr nahe kommen oder sogar mit denen kollidieren und man hat keine Chance oder keine gute Chance, die zwischendurch zu beobachten und zu sagen, lieber Satellitenbetreiber, bewege mal deinen Satelliten aus dem Weg, weil da kommt gerade so ein anderer Satellit an und der kann sich nicht bewegen. No? Oh, das ist ein ernsthaftes Problem und jetzt wird halt befürchtet, dass dadurch die FCC und andere Regulierungsbehörden letzten Endes halt ja mehr Kontrollen einführen und halt noch ein bisschen mehr Papierkrieg auf den Papierkrieg zukommt, was halt schlecht dann für alle ist. Muss man schauen, ob sich das irgendwie nochmal einrenkt, ob man dann irgendwie sagt, ja, das ist jetzt einmal passiert, wir sagen hier wehe nochmal, oder ob man jetzt gleich mit dem ganz großen Gesetzeshammer draufschlägt und jetzt sehr viel mehr Regulierung einführt. Und das ist jetzt halt spannend, weil sowas ist noch nie passiert. Also bis jetzt wurde noch nie in Satellit ohne Lizenz gestartet. Das war das erste Mal. Ja, was hält einen davon ab? Offensichtlich nicht viel. Naja, im Prinzip muss ja bloß der Launch Provider, also die Firma, die die Rakete startet, sicherstellen, dass jeder Satellit, der an Bord ist, eine Erlaubnis hat. Und das hat wohl offensichtlich hier auch die ISRO nicht getan. Da muss man schauen, wer dann irgendwie den schwarzen Peter bekommt, ne? auf jeden Fall, dass die Firma jetzt irgendwie erstmal primär den schwarzen Peter hat, ist klar. Weil von denen kommt der Satellit, die haben das nicht bekommen, die haben die Genehmigung nicht bekommen und die sind schon mal schuldig. Die hätten dann demzufolge sagen müssen, Leute, tut uns leid, ihr könnt unseren Satellit nicht an Bord haben. Und jetzt muss man halt schauen, hätte nicht die ISRO sicherstellen müssen, dass alle Nutzlasten, die an Bord der Rakete sind, genehmigt sind. Von daher haben die auch noch Verantwortung und wer weiß, wer sonst da noch alles Verantwortung hat, muss man schauen. Also man darf gespannt sein, was für Wellen das dann noch schlägt. Mach ich noch mein, du hast ganz kurz über O3B geredet.
Ja. Das wollte ich eigentlich noch reinnehmen, weil wir letztes Mal über Starlink geredet haben und das ja auch sowas ist, womit man Internet ins All bringt, beziehungsweise das übers All überträgt. Von wem kam das eigentlich? Hast du da mal nachgeguckt? Von wem was kam? O3B. Wie, von wem? Weil, also O3B ist ja letzten Endes so ein humanitäres Projekt, ne? Es steht für Other 3 Billion, die anderen 3 Milliarden Leute, die keinen Internetanschluss haben, für den sollen die Internet bringen. Oh, okay, das wusste ich nicht. Ja, das ich musste mal gucken hier, von wem das nochmal kam. O3B. Von SES. O3B. Greg Weiler. Wer war jetzt Greg Weiler? Warte. O3B ist der Name von kommerziellen Kommunikationssatelliten der gleichnamigen britischen Firma O3B Networks, die zur SES-SA-Firmengruppe gehört. Ja, und das war gegründet von Gregory Thane Weiler, ein amerikanischer Tech-Entrepreneur, Engineer und Inventor. Der ist auch der Gründer und Executive Chairman von OneWeb. Ah, okay. Und halt, okay. Und was hat er gemacht? Aha, okay, der war in Afrika gewesen und hat dort Entwicklungsarbeit geleistet. Und hat da irgendwie über 200 Schulen ans Internet angeschlossen und ist da wohl auf die Art und Weise dahin gekommen und hat dann 2007 O3B Networks gegründet und wollte dann Internet bringen. Und hat wohl die Idee gehabt 2005, als er in Ruanda einen nationalen Telefonservice aufbauen wollte. Tata. Ja, interessant. Daher kam das. Also ich wusste irgendwie, dass das war auf jeden Fall jetzt halt so eine Entwicklungsgeschichte, so eine Frage, also von irgendwie ärmere Leute mit Internet zu versorgen, das wusste ich halt, aber die genaue Herkunft hatte ich jetzt nicht gehabt. 2015 hat er den Arthur C. Clarke Award for Innovation bekommen. Ja. Ja, also, dann wisst ihr Bescheid, ne? Und der Typ hat dann auch OneWeb mitgegründet. Ja, macht Sinn. Ja. Und OneWeb will ja jetzt dieses Jahr schon die ersten operationellen Satelliten starten. Und ja, letzten Endes SpaceX will dann halt noch mal einen draufsetzen, aber die brauchen dann halt mindestens noch ein Jahr. Muss man schauen. Jedenfalls die Arbeit, die machen, ist gar nicht mehr schlecht. Genau. Wie gesagt, O3B gehört zu SES, also ist ja eine größere Kommunikationssatellitenfirma und die haben auch alle... Ja, ich weiß nicht, ist es so eine Luxemburger gewesen oder war es eine amerikanische? Ich glaube, SES ist aus Luxemburg. Es gibt SES und SSL oder SSL. Ja, ist ein luxemburgischer. Genau, luxemburgische Unternehmen. Die hatten ja auch diesen GovSat. Ja. Der erste Militärsatellit von Luxemburg. Genau. Genau, das wollte ich nur ganz kurz erwähnen. Und als letztes großes Thema, beziehungsweise auch. Warte, da war noch was. Weil der Start wurde verschoben zwischendurch. Ja. Und da hieß es dann, weil man noch irgendwie Updates nach dem letzten Fehlstart der Ariane 5 Rakete, gab es ja dann doch so Diskussionen von wegen, ja, hätte die Rakete eigentlich nicht gesprengt werden müssen, weil sie ja doch Corrosia nahe kam. Und da hat man sich bedächtig stillgehalten und da gab es auch nie irgendwie eine offizielle Verlautbarung dazu oder sonst irgendwas. Und jetzt hieß es plötzlich, ja, wir müssen den Raketenstart verschieben, weil es gibt irgendwie neue Sicherheitsvorgaben und die müssen jetzt noch überprüft und implementiert werden. Ohne das, auch so ganz ohne konkreten Zusammenhang mit dem letzten Ariane 5 Start, aber irgendwie, also zwischen den Zeilen ist das doch sehr, sehr laut und deutlich gesagt worden, das hat wohl doch was mit dem Ariane Start zu tun. Also, ja. Auf der einen Seite finde ich es schade, dass man da von Ariane Space kein klares Statement gebracht hat. Hier irgendwie Sicherheit, ein bisschen bedenklich war es dann doch.
weil da hieß es immer bloß, ja, wir hatten das alles unter Kontrolle und die Ingenieure haben ja gesehen, dass es keine Probleme mit der Rakete an sich gibt, deswegen war das auch kein Problem, es gab keinen Grund, die zu sprengen oder sonst irgendwas, aber scheinbar gab es ja dann doch irgendwie so mindestens eine Überprüfung bei der Sicherheit, was natürlich gut ist, aber noch besser wäre es gewesen, wenn man das auch mal gesagt hätte, ja, wir überprüfen nochmal die Sicherheit und verbessern das auch, weil, ja, das ist, ich finde es halt immer wichtig, wenn auch mal gesagt wird, okay, wir haben hier Mist gebaut und wir machen es jetzt auch besser. Ja, ich finde diese Einstellung von, ja, es war irgendwie scheiße und wir reden jetzt nicht mehr drüber, finde ich etwas schlecht, weil klar, kurzfristig hast du immer das Problem, dass die Leute dann sagen, dass dann einige Leute zum ersten Mal davon hören und dann sagen, oh, es hat ein riesengroßes Sicherheitsproblem gegeben. Aber auf der anderen Seite hast du dann das Problem, beziehungsweise hast du den Vorteil, dass die Leute auch wissen, wenn es ein Sicherheitsproblem gibt, dann wird daran auch gearbeitet und das wird dann halt nicht verschwiegen, ne? Und so langfristig ist das immer schlecht, dann einfach zu sagen, ja, wir reden da nicht drüber. Okay. Ja. Jo. Genau, aber über was ich noch reden wollte, ist ExoMars. Kennen wir ja alle aus so Produktionen wie Schrapnelli. Genau, also der ExoMars Trace Gas Orbiter, also ExoMars ist ja eine zweite geteilte Mission. Die aktuelle Mission ist der Trace Gas Orbiter, sozusagen ein Vorläufer, der auf der einen Seite den Orbiter absetzen sollte, Schiaparelli, der ja leider am Mars zerschellt ist. Und dann wird es ja 2020 noch die ExoMars-Mission mit einem Rover geben. Und ExoMars ist ja auch eine Kooperation zwischen der ESA und Roskosmos. Und ja, der kam ja vor mehr als einem Jahr am Mars an und hat seitdem geaerobraked. Also der hatte einen sehr exzentrischen Orbit. Und bei jedem Orbit ist der Orbiter so kurz in die Atmosphäre vom Mars eingetaucht, hat dadurch an Geschwindigkeit verloren und hat jetzt über ein Jahr lang sein Apogeum oder beziehungsweise sein Apogeum, ich weiß nicht, wie man es beim Mars nennt, sein Apomarsum. Boah, ich wusste es mal. Also ich glaub, das ist immer so, das geht immer auf Ares dann zurück. Apoares, also Apoarium? Ich habe keine Ahnung. Naja, auf jedenfalls jeden Fall den Mars-nächsten, den Mars-fernsten Punkt. Genau, den Mars-fernsten Punkt hat er bei 33.000 Kilometern angefangen und in einem Jahr ist das Ganze auf 1080 Kilometer zusammengeschrumpft und der finale Orbit, der dann bald erreicht sein soll, liegt bei 380 auf 420 Kilometern. Und man hat insgesamt ein Delta-V von mehr als einem Kilometer pro Sekunde, also etwa 1080 Meter pro Sekunde verloren. Ja, was ja immer wieder ganz witzig ist, es gibt ja diese Delta-V-Seite von der Wikipedia, da gibt es dann auch so nette Grafiken, wie viel Geschwindigkeit man braucht, um zum Mars zu kommen und so weiter. Die Geschwindigkeit, um zum Mars zu kommen, ist gar nicht so viel. Also es ist nicht viel mehr, als was man auch braucht, um in den geostationären Orbit reinzukommen. Aber um zum Mars zu kommen und dort einen halbwegs brauchbaren Orbit zu haben, das ist eine ganz andere Nummer. Genau. Also, ja. Also man hätte das natürlich auch dadurch erreichen können, dass man mit Triebwerken abbremst, aber man wollte da Gewicht und damit auch Geld sparen. Und man hat ungefähr 600 Kilogramm an Treibstoff gespart durch dieses Bremsmanöver. Lustigerweise. Im Wesentlichen ja, weil ja heutzutage jeder immer noch chemische Triebwerke für solche Missionen nimmt und keiner einfach mal mit Ionentriebwerken zum Mars fliegt. Ja. Ich finde das immer etwas merkwürdig. Lustigerweise sind diese 600 Kilogramm genau das Gewicht von Schiaparelli. Also wenn man in die Zukunft hätte sehen können und hätte erkennen können, dass Schiaparelli abstürzt, hätte man sich die 600 Kilogramm dafür sparen können und die vielleicht für Treibstoff verwenden und hätte damit ein Jahr gewonnen, aber das hätte man ja vorher nicht wissen können. Ja, geht's. Ginge, aber ich glaube, sinnvoll wäre es nicht. Dann hätte man auch irgendwie versucht, möglichst viel sich zu sparen, um Dingens zu können. Ich kann nicht mehr reden, ich habe schon so viel gequatscht.
Was wollte ich denn? Ja, dann hätte man versucht, irgendwie Treibstoff zu sparen, um noch während der Mission navigieren zu können. Das natürlich auch. Ja, weil irgendwie mal den Orbit noch weiter abzusenken, etwas höhere Auflösungen zu bekommen und dann wieder hochzugehen oder irgend sowas zu machen halt. Weil du kannst halt auch bei Mars, witzigerweise, die Marsatmosphäre ist zwar sehr viel dünner als bei der Erde, aber durch die niedrige Gravitation reicht die natürlich trotzdem ziemlich weit hoch raus. Und ich glaube, die Verhältnisse sind dann am Ende so ähnlich wie bei der Erde. Ich habe nicht genügend Ahnung von der Physik der Exosphäre und Ähnlichem, um das jetzt genau vergleichen zu können, aber die oberen Atmosphärenschichten dürften beim Mars ähnlich weit hochgehen wie auf der Erde. Fand ich irgendwie recht erstaunlich. Ja, also ExoMars geht es bald in die aktive wissenschaftliche Phase. Ja, wird dann noch Zeit. Die wollten, glaube ich, nach Methan suchen, weil Methanspuren wurden ja schon immer mal gesehen auf dem Mars. Aber keiner weiß so richtig ganz genau, woher sie kommen. Und da wird ja immer wieder spekuliert, weil zu Weihnachten braucht man ja immer wieder die Meldungen. Ach nee, zu Weihnachten kommen ja immer die Meldungen mit dem Wasser auf dem Mars raus, ne? Mhm. Wann ist so die Saison für Leben auf dem Mars? Kurz danach. Ich weiß nicht, irgendwann dazwischen sicherlich, ne? Ja, man braucht ja immer wieder Futter für diese ganzen Leben auf dem Mars-Artikel und die werden wohl von der Mission auch wieder öfters kommen. Ja, also ist die plausibelste Annahme ist einfach, dass das chemische Prozesse sind, die geologisch dann. Also Methan kann auch ganz ohne Leben entstehen. Man nennt es zwar immer organische Verbindungen, aber am Ende ist es halt einfach nur Kohlenstoff und Wasserstoff und die reagieren irgendwie und das kann auch ganz ohne Bakterien, die irgendwie furzen oder so passieren. Also das geht durchaus. So, bleiben noch zwei Themen von meiner Seite her. Welchen Milliardär willst du zuerst haben? Wo ist mein... Mach mal den Milliardär, den wir kennen. The Devil You Know. Okay, gut. Dann Elon Musk. es gibt den Untersuchungsbericht von CRS-7. Das ist der fehlgeschlagene Start von 2015. Ist jetzt schon eine Weile her, ne? Ja, ist eine Weile her, dass ein Raumschiff explodiert, ne? Ist bei Elon. Ja. 2015 ist die CRS-Mission 7 gestartet zur Wiederversorgung der ISS mit dem Dragon-Raumschiff. Und war das wirklich? Ich werde alt. Ich werde alt, aber ich muss jetzt wirklich nachgucken. 2015, das kann doch gar nicht so lange her sein. Wir haben ja 2018, aber es kommt hin, ne? CRS-7 war 2015, 28. Juni 2015. Ja, Tatsache. Ja, okay. Habe ich live damals gesehen. Ja, ich ja auch, aber ja, doch, also ja, klar, die haben Falcon 9, erster Flug 2010, dann 2012 dann der erste Flug zur ISS, ja. Haut schon hin, dass das der siebte Flug ist. Ist damals explodiert, zweite Stufe hat versagt, und zwar während des Fluges der ersten Stufe. Und SpaceX hat damals gesagt, wir konnten es aufgrund von wilden Analysen, also ich erinnere mich da so an Analysen, die in die Richtung gingen, man hat irgendwie die Beschleunigungssensoren ausgelesen und hat dann irgendwelche Signale gesehen und ist dann drauf gekommen, wahrscheinlich hat sich dort eine der Heliumflaschen gelöst, die dafür zuständig sind, die zweite Stufe unter Druck zu setzen, um halt die Turbopumpen von dem Triebwerk mit genügend Treibstoff liefern zu können, damit die dann den Treibstoff in die Triebwerke reinpumpen können.
hat sich gelöst, weil der Haken, an dem die befestigt sind, irgendwie abgebrochen ist. Damals habe ich das Wort Strut kennengelernt. Mhm. Gibt man das Kerbal Space Programm? Entweder Need More Booster oder Need More Struts. Genau, damals habe ich dieses Wort kennengelernt und ich kann es bis heute nicht auf Deutsch übersetzen. Also es ist halt einfach so ein Metallteil, an dem irgendwas festgemacht wird. Eine Strebe, wie man es in Deutsch sagt. Eine Strebe, genau. Irgendeine Strebe mit einer Befestigung dran. Und die ist halt gebrochen. Und SpaceX hat damals halt gesagt, okay, wir haben jetzt ein paar tausend Streben getestet und haben festgestellt, die halten nicht die Qualifikation ein, die der Hersteller uns zugesichert hat, und hat daraufhin dann halt bessere Qualitätsstandards eingeführt. So sah das halt damals von SpaceX-Seite aus. Und was ist jetzt tatsächlich passiert? Das war halt ein ernsthaftes Problem, weil die haben tausende von diesen Dingern von diesem Hersteller gehabt, ne? Der früher Betten gebaut hat oder sowas. Nee, das kam dann später. Also das war dann später. Kurz danach gab es dann plötzlich so diese Story, dass ein früherer Matratzenhersteller ganz plötzlich in die Aerospace-Industrie rein will. Okay. Das kann Zufall gewesen sein, aber ich glaube nicht so ganz dran. Ich glaube, die hatten einfach bloß die nötige Technik, um halt entsprechende Legierungen, Stahllegierungen für die ganzen Federkernmatratzen und so ähnlichen herzustellen. Ich glaube, die hatten das da einfach gehabt und wurden dann halt von SpaceX beauftragt oder so. Kann zumindest sein. Gut, die NASA hat jetzt den Untersuchungsbericht abgeschlossen und hat letzten Endes gesagt, ja, okay, was die Ursache angeht, gehen wir da konform soweit. Aber die Ursache war kein Materialversagen, sondern ein Versagen der Qualitätsstandards, also der Prozeduren von SpaceX. Die Legierungen, die ihr benutzt habt, waren nicht space qualified. Ja, ne? Aber ist halt der Punkt, ne? Das war halt so ein bekanntes Risiko, das SpaceX eingegangen ist. Die haben halt gesagt, okay, wir nehmen nicht bei jedem Scheiß irgendwie Space-Qualified Komponenten, sondern haben sich an der Stelle halt auf den Lieferanten verlassen, dass der gesagt hat, wir garantieren folgende Qualität, und dann haben die sich einfach drauf verlassen und haben dann ja auch gesagt, ja, Asche auf unser Haupt, wir haben ja echt Scheiße gebaut und wir müssen die Standards irgendwie überarbeiten. Und NASA hat halt gesagt, ja, das hättet ihr von Anfang an gar nicht machen dürfen. Und im Nachhinein hat dann SpaceX halt auch gesagt, ja, war blöd. Christoph Daum. Ja, im Nachhinein war das eine blöde Idee. Ich find's auch sehr lustig, auf der Wikipedia, die hat dann manchmal so trockene Bemerkungen wie Mission Duration Planned 1 Month, Final 2 Minutes, 19 Seconds. Ja, gut, also die Dragon-Kapsel ist ja an der Erde intakt angekommen, bloß den Aufschlag hat sie nicht überstanden. Wurde ja gefilmt. Nö, also Lito gar nicht, die ist ja ins Meer gestürzt. Achso, aber da, also ja. Dein Hydro-Breaking. Ja, plus halt mit 200 km/h, das tut der Kapsel nicht gut. Das kommt dann aufs Gleiche hinaus. Die schwimmt dann nicht mehr so gut. was wollte ich sagen noch? Die meinten aber auch im Anschluss, wenn sowas das nächste Mal passiert, dass eine intakte Kapsel einfach so während ein Start runterfällt von der Rakete, dann sollte die auch die Fallschirme öffnen können, weil das hat die einfach dort nicht gemacht, weil das war nicht vorgesehen im Programm. Erinnere ich mich gerade so dran. Den Bericht gibt's, den kann man sich auch durchlesen. Habe ich ihn verlinkt? Wenn er nicht verlinkt ist, dann ist er in dem Link verlinkt. Also der war in dem Fall zugänglich. Anders als andere Paper, über die ich mich heute schon aufgeregt habe. Okidoki. Jo. Willst du noch Black Ice? Black Ice, ja. Das ist der andere Milliardär. Hast du das ausgelöscht? Oder hab ich weißt das? Du, ah, nee, das weißt ist du, weißt du, welcher Milliardär gemeint ist? Paul Allen. Genau, der. Mitbegründer von Microsoft, der da irgendwie recht reich geworden ist. Mehr nicht. Naja, ein bisschen auf jeden Fall. Also welche Mitgründer von Microsoft sind nicht sehr reich geworden? Genau, ja. Sorry, habe ich falsch verstanden. Developers.
Das war der aber nicht. Nee, der war kein Mitgründer. Also Black Ice, das klingt wie so ein Rappername. Ja. MC Black Ice. On, in ist the house. In dem Fall, ist in dem Fall aber ein, irgendwie so ein, eine Art Space Shuttle oder so. Aha. Ja, ist vorgesehen als Nutzlast für das größte Flugzeug der Welt, das derzeit immer noch nur auf irgendwelchen Rollbahnen hin und her rollt. Also Stratolaunch, was ja irgendwie entstanden ist aus zwei zusammengebastelten Boeing 747. Und geflogen ist das Ding immer noch nicht. Und also, dass die dort irgendwie vorhaben, was Größeres mit starten zu wollen, das war klar. Die haben ja auch angefangen, irgendwie mit SpaceX zu kooperieren und haben dann irgendwann hat man sich gütlich geeinigt und gesagt, nee, irgendwie kommen wir hier nicht zusammen. Dann sind sie irgendwie zu Orbital ATK gegangen. Zuletzt hieß es, ja, wir wollen 3 Pegasus-Raketen auf einmal starten oder sowas war da. Was klar. Totaler Schwachsinn war. Also Pegasus-Raketen werden extrem selten dieser Tage gestartet. Irgendwie eine ist noch geplant. Die kosten dann auch mal eben so 55 Millionen Dollar pro Start, weil sie halt so extrem selten fliegen. Also das war totaler Schwachsinn alles zusammen. Dann hieß es, glaube ich, Orbital ATK soll halt eine große Rakete für die planen. Was genau da sich dahinter versteckte, weiß man auch nicht so richtig. Und jetzt heißt es halt, ja, es gibt ein Projekt namens Black Ice, was ein Raumschiff ist, das letztendlich so groß sein soll wie das Space Shuttle und dann halt von dem Flugzeug aus gestartet werden soll und direkt in Orbit fliegen soll. Ja, nichts Genaues weiß man nicht. Okay. Ähnliche Pläne gab es allerdings früher auch schon mal. Ich erinnere da immer an das Max Space Plane, MAKS. MAKS, Max Space Plane, Max Spacecraft. Multipurpose Aerospace System, das wurde 1991 noch kurz vor dem Fall der Sowjetunion vorgestellt. Von wem? Sollte von der Antonov 225 gestartet werden. 275 Tonnen Startgewicht und das geilste Triebwerk, das jemals entwickelt wurde. Sollte es haben, das RD 701 oder 704, eins von beiden. Eins davon war dafür vorgestellt und vorgesehen, eins auch nicht. Das Triebwerk ist halt eine Kombination aus Kerosin und Wasserstofftriebwerk, also soll heißen, am Anfang beim Start hat das noch Kerosin benutzt. Kerosin, ein bisschen Wasserstoff und halt viel Sauerstoff und dann später das Kerosin praktisch komplett rausgelassen und nur noch mit Wasserstoff und Sauerstoff gelaufen, um halt effizienter zu sein. Und das ist halt mehr oder weniger das geilste Triebwerk, das jemals entwickelt wurde. Warum? Erstens extrem hoher Brennkammerdruck, also 300 Bar Brennkammerdruck, was derzeit noch kein anderer erreicht hatte. Und halt diese Kombination aus Kerosin, erst mit Kerosin losfliegen und dann mit Wasserstoff weiterfliegen. Ja, also wenn du mit dem Kerosin anfängst und da haben die halt auch diesen hohen Brennkammerdruck, dann hast du trotzdem noch vorhandenen Luftdruck halt eine sehr hohe Effizienz einfach. Und das kann halt derzeit kein anderes Triebwerk. Also ist halt, ja, ist das einzige Triebwerk auch, das für den Einsatz ernsthaft vorgeschlagen wurde und 3 Treibstoffe benutzt hat. Ja, also kann man sich mal angucken. Wir haben es verlinkt oder wir werden es verlinken und da könnt ihr dann Wikipedia-Artikel zu diesem Raumgleiter dann auch das Triebwerk euch angucken. Jo, Black Ice. Ja, ja. Also ich finde Max immer noch besser. Vor allen Dingen, weil da gibt es echte Zeichnungen zu. Gibt es Black Ice auch schon Zeichnungen zu oder nur einen Namen? Ich glaube nur einen Namen. Es gibt halt nur merkwürdige Beschreibungen. Mehr ist da noch nicht richtig dabei. Space Shuttle, irgendwie Washington Post hat da was gemacht. Da gibt es dann ein Video zu, aber das Video zeigt bloß Stratolaunch wieder. Wie gesagt, es gibt da irgendwas und was genau, darüber redet keiner. Und wahrscheinlich versucht man sich da bloß irgendwie zu rechtfertigen oder hat da wirklich was da im Hintergrund oder auch nicht. Also es ist, ja.
Auf der anderen Seite, es muss natürlich auch einen Grund geben, warum dieses Flugzeug überhaupt jemals gebaut wurde. Und weil es ist ein großer Aufwand und mehr als einfach nur dieses Flugzeug bauen und damit irgendwie durch die Gegend fliegen, haben die sicherlich auch mal vorgehabt. Von daher ist das schon irgendwo glaubhaft. Na gut, ein Thema noch und dann ist die Sendung, glaube ich, vorbei, ne? Genau, wir hatten so ganz am Anfang, Stephen Hawking ist gestorben und ich habe mir mal zur Feier des Tages, wie man das ja heute in unserer modernen Zeit macht, den Wikipedia-Artikel zu Stephen Hawking durchgelesen. Und ich fand es ganz lustig, Stephen Hawking hat mal ausgerechnet, dass er etwa 1000 Stunden insgesamt in seinen 3 Jahren Oxford studiert hat. Was nicht so viel ist. Nicht so richtig, nee, der ist ja auch Cambridge, ja? Genau, der war erst, glaube ich, in Oxford. Und dann hat er bei seiner Abschlussprüfung gesagt, entweder ihr lasst mich hier mit Summa Cum Laude bestehen und ich gehe nach Cambridge oder ihr lasst mich nicht mit Summa Cum Laude bestehen und er hat mich noch ein Jahr im Hals. Und weil er halt massiv unterschätzt hat, wie gut er ist und dann meinte sein Prüfer da, also Herr Hawking, Sie sind einzigartig, also Sie sind hervorragend und natürlich bestehen Sie hier mit Summa Cum Laude. Dann war er dann in Cambridge und sein großes Forschungsding war ja, dass, also sein erster großer Forschungsdurchbruch war ja, dass das Theorie, dass es Singularitäten gibt. The existence das Theorie? Of, was? Das Theorie? Die Theorie. Die Theorie, hat jetzt das, nur einen Artikel, das heißt ab sofort das. Die Theorie, dass es Singularitäten gibt. Und dass das Universum auch als Singularität entstanden ist, also The Big Bang. Und das war ja so sein erster großer Forschungsdurchbruch. Da gibt es irgendwie zwei Paper, Occurrence of Singularities in Open Universes und Singularities in the Universe von 1965 und 66. Kann man sich übrigens alles durchlesen auf einer Seite, die wir verlinkt haben. Die sind auch alle frei zugänglich. Das ja, ist sehr neu. Freundlich. Das Paper von Crick und wem auch immer, die damals die DNA gefunden haben, das ist nicht frei zugänglich beispielsweise. Die müssen dafür erst sterben. Nee, der ist ja schon tot. Ach so. Die sind ja, tot und wird einfach nicht veröffentlicht, weil irgendwie Leute Geldschneider sind. Ja, das ist auch, hat doch jemand unter diese Meldung, dass jetzt alle Stephen Hawking Paper frei zugänglich sind, hat jemand drunter kommentiert, ja, Sci-Hub macht das schon seit Jahren und für alle Wissenschaftler. Ja. Genau. Ja, ich habe mir wirklich noch nicht viel durchgelesen. Ich habe einfach gesucht, okay, welches Paper wird wohl niemand durchlesen, das, was am wenigsten zitiert wird? Super Scattering Matrix for Two-Dimensional Black Holes. Ja, war ganz lustig. Ja, und also eine andere große Sache war, und da bezieht sich ja unser Couch-Gag auch drauf, Stephen Hawking hat halt ausgerechnet, dass, also er hatte ja irgendwann mal behauptet, dass jegliche Information, die in ein schwarzes Loch hineingeht, verloren ist. Und das hat er dann später als seinen größten Fehlschluss, den er je gemacht hat, bezeichnet, weil Lord Hawking strahlen schwarze Löcher. Und wenn etwas abstrahlt, dann muss es ja irgendwas abgeben. Und deswegen kann ja die ganze Information, die in einem schwarzen Loch reingeht, auch nicht verloren sein, wenn sie wieder rausgestrahlt wird. Der hat ein Paper von 71, Gravitational Radiation from Colliding Black Holes. Erstaunlich. Kam das etwa von ihm? Die Sache mit den Gravitationswellen? Gravitationswellen war doch schon Einstein. Ja, aber von der Kollision schwarzer Löcher. Kommt das etwa von ihm? Da muss wahrscheinlich das Paper zu lesen. Ja, ich habe es schon angeklickt. Ich werde es mir nachher auch noch angucken. Genau. Ich habe noch nicht alles. Ich habe wirklich bloß geguckt, okay, welche Paper wurden am meisten und welche wurden am wenigsten zitiert. Und dann habe ich mir die halt mal angeguckt und den Rest, naja, es sind halt doch ziemlich viele, ne? Habe ich noch nicht angeguckt. Das ist genau. Schon erstaunlich. Hawking hatte auch eine Wette am Laufen, dass das Higgs-Boson nie gefunden wird. Ja. Diese Wette hat er dann auch verloren, weil das Higgs-Boson wurde gefunden. Ja. Und der Higgs war anscheinend kein großer Freund von Hawking.
Weil er ziemlich sauer war, dass das Hawking einfach behauptet hat, und er hat irgendwann gesagt, dass man vielleicht Hawking nicht alles glauben sollte, nur weil er so ein berühmter Wissenschaftler ist, und hat sich ein bisschen beschwert, dass Hawking immer so eine instantane Kredibilität hat, weil er halt so bekannt ist. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, in dieses Lager gehöre ich auch. Also ich habe jetzt auch gesagt, ich habe Hawking nicht allzu sehr verfolgt, weil für mich war das irgendwie mehr so Celebrity als alles andere geworden. Muss halt jetzt mal gucken, was der hier eigentlich alles veröffentlicht hat, weil irgendwie, der ist bei mir halt wirklich so unter Celebrity gelaufen. Und ja, könnte Celebrity halt sagen oder halt Wissenschaftskommunikator, also jemand, der Wissenschaft einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen will. Ja, also was mir halt irgendwie etwas sauer aufgestoßen ist, ist, dass er zumindest in den populären Medien, was dann natürlich auch ein Medienproblem ist, irgendwie immer mit irgendwelchen Aussagen halt zitiert wurden, irgendwie die Roboter dürfen irgendwie so, irgend sowas mit Robotern waren. Das ist auch wie bei Elon Musk, also wenn der irgendwas zu Robotern sagt, zitieren das ja auch alle. Also, wir fokussieren uns jetzt mal auf seine astrophysikalische Forschung, und ich denke, da hat er doch schon einiges geleistet. Da hat er einiges geleistet, ja. Auch noch in den letzten Jahren, dann wurde es natürlich immer etwas dünner, langsam aber sicher, weil, naja, das Alter setzt dann halt auch jeden zu. Ich will mal sehen, was du mit 70 noch alles machst. Ja, ich habe da auch hohen Respekt vor. Also da überhaupt, also wie gesagt, das ist völlig normal, ne? Und der hat mit 17 angefangen. Sein letztes Paper, ist von 2016 gewesen. Mhm. Und das vorletzte von 2011. Und dann 2010, dann 2008, 2006, 2005, 2002, 2001, 2000, 2000, 99, 99, 99, 99, 99, 98, also sieht man, ja, es geht aber Menschen wie den Leuten, also dass man dann im hohen Alter nicht mehr ganz so produktiv ist, ist normal. Ja, was ich noch ganz lustig fand, am 28. Juni 2009, als ein Test für Zeitreise hat er eine komplette Party geschmissen mit Champagner und Hors d'oeuvres, aber hat er erst einen Tag später angekündigt, um zu testen, ob Zeitreisen in die Vergangenheit möglich sind. Denn nur ein Zeitreisender hätte ja von dieser Party wissen können und dort auftauchen können. Und es kam offensichtlich niemand zu seiner Party. Ja, würdest du bloß wegen ein bisschen Champagner und Hors d'oeuvres dich hinstellen und ein Riesenprojekt für eine Zeitmaschine aufbauen? Also ich nicht. Ja, es geht ja wahrscheinlich eher darum, wenn jemand schon Zeitreise erfunden hat, dann kann er vielleicht auch zu der Party gehen. Aber vielleicht ist jemand gekommen und hat Stephen Hawking verpflichtet, nichts darüber zu erzählen. Oder die Zeitreisenden haben einfach viel bessere Partys ausfindig gemacht. Das stimmt auch. Also komm, ja. Das ist doch kein Beweis. Genau, und ja, wir auch wahrscheinlich alle wissen, Stephen Hawking hatte eine früh einsetzende, aber langsam voranschreitende Form von ALS. Man hatte ihm ja dann, als er die Lebenserwartung, also die Diagnose in seinen 20ern bekommen hat, ihm noch 2 Jahre Lebenszeit vorausgesagt. Daraus wurden dann 50. Weil er halt diese sehr seltene Form von ALS hatte, die sehr langsam vorangeschritten ist, hat er dann irgendwann diesen Sprechcomputer bekommen, der zuerst mit einem Handtaster bedient werden konnte und dann in späteren Form mit einem einzelnen Muskel in seiner Wange. Hat er so eine kleine Kathode da an seiner Wange kleben, womit er seinen Computer bedienen kann, und war dann auch in verschiedenen Fernsehsendungen zu Gast, bekannterweise bei den Simpsons und bei The Big Bang Theory war öfters als Gastdarsteller, natürlich auch bei Star Trek hatte er einen Gastauftritt in einer Pokerrunde mit Newton und Einstein. Genau. Und Data. Und Data, ja genau, aber den kannte man ja schon aus Star Trek. Und war auch mehrfach verheiratet, der war auch schon so ein bisschen so ein Frauenheld, also der hatte, glaube ich, 3 Ehen in seiner Lebenszeit. Okay. War öfters auch geschieden, und ich glaube, in seinen letzten Lebensjahren hat er sich dann, glaube ich, mit seiner ersten Frau, mit seinen Kindern, ist er wieder ein bisschen näher zusammengekommen. Ich glaube, mehr muss man über Stephen Hawking nicht erzählen, ist natürlich eine sehr bekannte Figur, ist jetzt
auch natürlich schade, dass er gestorben ist, aber also hat natürlich auch ein sehr großes Lebenswerk hinterlassen. Ja, wichtigsten Paper, Cosmological Event Horizons, Thermodynamics and Particle Creation. Das dürfte das Ding gewesen sein mit der Hawking Radiation. Genau, ja. Schätze ich mal. Dann Action Integrals and Partition Functions in Quantum Gravity. Also Quantengravitation und so weiter, hat er ziemlich viel theoretische Arbeit geleistet. Dann Wave Function of the Universe. Da habe ich noch nicht reingeguckt, was genau er da beschrieben hat. Also das sind so Dinger, die wurden 1300 Mal zitiert, die drei Paper. Und ja, und dann gibt es halt das eine Paper, diese Superscattering Matrix for Two-Dimensional Black Holes, wo es übrigens auch so um die Frage geht, ob Informationen in schwarzen Löchern verloren geht und so weiter. Die hat dann drei Zitate. Weil es wahrscheinlich niemand verstanden hat, außer er selber. Ach, naja, komm, drei Zitate. Ist es mehr als null. Nur weil ich was zitiere, muss es ja nicht verstehen. Ja, aber trotzdem. Ja, auch immer also gedacht, es gibt jede Menge Paper, die gar nicht zitiert werden. Aber nicht von Stephen Hawking. Ja, das stimmt. Obwohl, wer weiß, vielleicht ist das ja bloß eine Auswahl. Hier steht da alle Paper, oder? Ich habe nicht geguckt. Ja, jedenfalls witzigerweise dieses sehr wenig zitierte Paper, das las ich ganz gut, zumindest am Anfang. Der Rest ist dann immer sehr, sehr technisch geworden. Ja, und wer weiß, also vielleicht setze ich mir auch noch mal irgendwann hin und lese mir mal hier eine kurze Geschichte des Universums, eine kurze Geschichte der Zeit, durch. Eine kurze geschichtliche Zeit, ja genau. Das Buch, was 273 Wochen auf der UK-Bestsellerliste war. Und von niemandem gelesen wurde. Wahrscheinlich, oder? Ich denke schon, dass das einige gelesen haben. Aber es ist halt so ein Klassiker von wegen, ich will zeigen, dass ich ein schlauer Mensch bin, deswegen will ich dieses Buch in meinem Regal stehen haben. Genau. Weißt du denn, was Stephen Hawking auf seinem Grabstein haben möchte? Nö. Eine Formel. Vielleicht habe ich es. Nee, hab ich nicht gesehen, glaube ich. Die Formel, die Entropie in schwarzen Löchern beschreibt. Aha, okay. Ja, doch, kann man machen. Aber ist ja schon nach ihm benannt. Der braucht keinen. Ist völlig überflüssig. Was? Perlen vor die Säue. Die Formel ist doch schon nach ihm benannt. Die Strahlung ist nach ihm benannt. Okay. Also. Ja, aber er brauchte was aus seinem Grabstein. Ja, brauchte. Das ist ja der Witz bei Physikern, ne? Also Physiker werden ja meistens dadurch bekannt, dass irgendwas nach ihm benannt ist. Ja, Hawking Strahlung. Es gibt auch in Cambridge, glaube ich, ein Hawking-Gebäude und es gibt auch einen Preis für Wissenschaftskommunikation, der nach ihm benannt wurde. Und das wird wahrscheinlich jetzt nicht weniger werden. Aber es sind immer so diese Naturgesetze oder Einheiten, ne? Ich meine, ein Watt, deswegen kennt jeder James Watt. Oder Joule. Also, jeder kennt James Watt, der Watt kennt. Ja, aber, oder das Joule, dann irgendwie obskure Einheiten halt, die es gibt. Volt, also Tesla hat ja eine eigene Volta, ne? Ja. Die voltaische Säule. Und alles Mögliche, also die Heisenbergsche Unschärferelation, deswegen kennt jeder Heisenberg. Ich glaube, jeder kennt Heisenberg wegen Breaking Bad. Heutzutage nicht. Heutzutage vielleicht, aber früher nicht. Alles Mögliche, also oder halt ein eigenes Element, das hat mir auch ganz gerne. Ja, also ich warte noch darauf, dass irgendein Raumschiff nach Hawking benannt wird. Oh, ja, das wird auch noch kommen. Ja, umso mehr es gibt, umso höher steigen die Chancen. Ja, aber wir haben ja hier auch sehr gute Vorschläge, wie man noch Raumschiffe benennen kann. Nach wem wurde noch hier? Nach Jules Verne wurde ja eins benannt. Ein Raumschiff. Ja, na klar, das ATV ist das erste. Ja, also und hier Cygnus fängt ja auch damit an, mit der USS Glenn und sowas. Genau. Aber ich finde dann so Sachen wie The Precise Nature of the Catastrophe oder A Series of Unlikely Explanations oder I Blame My Mother und das Schwesterschiff I Blame Your Mother. Ich finde sowas besser. Ja. Die ATVs waren Jules Verne, Johannes Kepler, Eduardo Amaldi, da muss ich gucken, wer das war, Albert Einstein und Georges Lemaître.
Georges Lemaître, ich habe keine Ahnung. Der hat den Meter erfunden, oder? Lemaître. Lemaître. Das war französisch für der Meter. Lemaître. Georges Lemaître, belgischer Astronom. Hat wahrscheinlich Trappistenbier getrunken. Oder hat das Met erfunden? Lemaître. Auch möglich. Oder den Met. Wir trinken den Met, bis keiner mehr steht. Okay. Irgend sowas. Ich glaube, diese Sendung ist in der Auflösungsphase begriffen. Genau, wie ein schwarzes Loch lösen wir uns auf und schauen uns auch noch die Raketenstarts für die nächsten zwei Wochen an. Also Amaldi war ein italienischer Physiker. Hat unter Enrico Fermi die Doktorarbeit geschrieben. Was hat er denn gemacht? Beweise für Antiproton-Annihilation, Proton-Antiproton-Reaktion. Dann hat er irgendwas mit langsamen Neutronen geforscht, zusammen mit Fermi und halt so Zeugs. Ja, im Wesentlichen. Weiß gar nicht, wieso es so wichtig wurde. Okay, er hat 200 Publikationen gemacht, das ist wahrscheinlich jetzt hier sehr wenig, sehr schlecht zusammengefasst. Der wird schon viel Wichtiges gemacht haben. Okay. Wollen wir zur Raketenvorhersage kommen? Ja, wollen wir. 21. März, eine Sojus mit ISS-Expedition 54S. Ist das schon Alexander Gerst? Ich weiß es gerade nicht. Müsste doch, würde denken. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Nee, das ist noch nicht. Das ist, warte kurz. Sojus 54S, wieso steht das? Das ist immer so schwer zu finden. Ah, was ist denn das für eine Stadtbezeichnung? Steht natürlich dort nicht. List of Soyuz Capsule. Das ist unheimlich schwer zu finden, wer in diesen Kapseln drin sitzt. Das ist eine der schlechtdingsten. Wieso? Expedition 54. Departure. Nee, 2017. Oh, verdammt. Ich sehe dein Problem. Es gibt einen Artikel, der nennt sich List of Space Station Expeditions. Mal gucken. Geplant. Current Expedition 55. 56 ist Alexander Gerst. Aber am 6. Juni geplant. Es ist geplant für 6. Juni, also die noch nicht. Alles klar. Ja, wahrscheinlich das ist tatsächlich sehr merkwürdig hier. Genau, das ist immer, ich finde sowas immer sehr scheiße. Ah, für 21. März geplant. Hier, da steht's. Andrew Feustel, Oleg Artemyev und Richard Arnold. Okay, dann haben wir das auch geklärt. Ein Russe, zwei Amerikaner. Flug Soyuz MS-08. Ah, okay, das wollte ich wissen. Soyuz MS-08. Willst du mir gleich die nächste Rakete am gleichen Tag sagen? Insofern ich den Artikel nochmal finde, ja. Die Ariane 5 mit Superbird 8 und der DNS 1, frage mich nicht, wofür DNS steht, und Hylas 4. Interessant, Superbird 8 ist bei Mitsubishi gebaut worden, mit Mitsubishi Electric Core. Mitsubishi ist ja auch ein Riesenunternehmen. Hybrid-Kommunikationssatellit für Tokio und das japanische Verteidigungsministerium. Das nimmt langsam zu, hä? Was? Also, jetzt waren noch mindestens drei, der PAS-Satellit. Mhm. Und jetzt hier der, was war das jetzt, was wir heute hatten? Welcher Satellit hatte hier diese Defense-Dingens? Hispasat. Hispasat, siehst du? Aber die sind ja nur gemeinsam geflogen, andere. Das war ja kein richtiger Hybrid-Satellit. Ja, aber es gab jetzt mehrere so Hybrid-Satelliten, die alle, die halt sowohl für zivile als auch für militärische waren. Also das scheint irgendwie sich zu verbreiten. Fällt mir gerade so auf.
HÖDAS 4, Broadband Broadcast Coverage, genau, für Avanti Communications. Dann in Afrika, Lateinamerika und Europa. Dann 24. März eine GSLV Mark II mit dem GSAT 6A aus dem Satish Dhawan Space Center in Sriharikota, India. Indien. Indien, genau, auf Deutsch. Schlimm. Ein geosynchroner, das ist ein... Darüber hatten wir uns letztens mal schon irgendwie unterhalten. Der wurde verschoben vom Februar. Ah, genau, der hat diese 6 Meter ausfaltbare Antenne. Genau. Genau, irgendwie verschoben passiert. Gut, dann irgendwie eine lange Marschrakete. 3B mit beiden Satelliten, die starten soll. Am 29. März, und ich glaube, das war's dann fast schon, obwohl, wann wollen wir die nächste machen? Nee, die nächste. Über Ostern nicht. Über Ostern wollen wir ja die nächste Sendung nicht machen, da kann ich auch nicht. Nee, zeitlich. Außerdem machen sie ja Mittwoch noch davor. Machen wir mal bis zum 4. April, zur Sicherheit. Okay, also. Dann noch die Falcon 9 mit den nächsten Iridium-Satelliten am 29. März. Was soll man sagen? Iridium-Satelliten. etwas verschoben. Genau, Iridium-Satelliten. Nummer 41 bis 50. Dann kommen noch zwei, glaube ich, zwei oder drei. Nee, ich glaube zwei und dann noch 5 Ersatzsatelliten oder so. So, okay. Dann du? Dann irgendwann im April eine PSLV mit dem IRNSS-1I-Satelliten. Oh Gott, was ist das für ein Name? Das ist ein Navigationssatellit. Das ist das... Genau. Das indische regionale Navigationssatellitensystem. Genau. Mit den kaputten Atomuhren. Ach, die hatten auch kaputt. Ja, stimmt, du hast recht. Die haben ja die gleiche Firma da beauftragt. Jo. Dann am 2. April eines Falcon 9 mit SpaceX Commercial Resupply Mission 14. Also CRS 14, 16. Flug des Dragon-Raumschiffes und der 14. Cargo-Delivery-Flug. Von SLC 40, Cape Canaveral. Und dann ist angegeben, frühestens am 5. April, also 3 Tage später, vom LC 39A, auch in Cape Canaveral, beziehungsweise Kennedy Space Center, weil nicht die Air Force Station, das ist ja, irgendwie gibt es da so eine Grenze dazwischen, Bangabandhu 1. Bangabandhu 1 Satellit ist der erste Telekommunikationssatellit für Bangladesch. Ja, warte, mit welchem Vulkan habe ich das jetzt verwechselt? Oh, Badabunku. Oh, keine Ahnung. Ich hab's mit einem isländischen Satelliten verwechselt, der hieß so ähnlich. Ich komme gerade nicht drauf, wie er heißt. Bada. Was heißt denn Bangabandhu? Boah, frag mich nicht. Ich glaube, es ist ein Bardabunga, so heißt der. Ah, ich glaube, das ist es gibt eine Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Akri. Es ist anscheinend ein Ort. Also es gibt dort eine Universität. Okay. Also wahrscheinlich wurde der bestimmt von einem Unternehmen an der Universität oder so gebaut. Ja, ich habe es verwechselt mit dem Bartharbunga-Satelliten, der 2014 bis 2015 ausgebrochen ist. War einer der größten Vulkanausbrüche in der letzten Zeit so. Ein Kubikkilometer Lava, der da ausgetreten ist, das war schon nicht schlecht. Es erwartet aber irgendwie jeder immer noch was Größeres aus Island. Okidoki. Das war's erstmal, oder das soll es erstmal von den Raketenstarts gewesen sein. Ja. Und ich habe jetzt noch einen kleinen. Irgendwann im Laufe des Jahres soll es dann auch den nächsten Langmarsch 5 Start geben. Also die Langmarsch 5 ist ja beim letzten Mal nicht in den Orbit gekommen, weil irgendwas mit dem Haupttriebwerk schiefgegangen ist und wurde jetzt angekündigt, soll irgendwann kommen. Fiel mir gerade noch ein. Dann habe ich jetzt noch einen kleinen Rausschmeißer vorbereitet, den wir jetzt zum Abschluss dieser Sendung spielen werden. Ich sage danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören. Ich ebenso. Tschüss.
Can you hear me? It has been a glorious time to be alive, and doing research in theoretical physics. Our picture of the universe has changed a great deal in the last 50 years, and I'm happy if I have made a small contribution. The fact that we humans, who are ourselves mere collections of fundamental particles of nature, have been able to come this close to an understanding of the laws governing us and our universe is a great triumph. I want to share my excitement and enthusiasm about this quest. So remember to look up at the stars and not down at your feet. Try to make sense of what you see and wonder about what makes the universe exist. Be curious. And however difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at. It matters that you don't just give up. Thank you for listening.